die Leute meinen nicht dich, sondern die meinen die Figur, die sie im Fernsehen sehen. Und deswegen hatte ich immer Probleme, wenn mich auf der Straße jemand ansprach, ach, Herr Wickert und so. Und ich wünschte mir, dass die Leute auf die Straße gehen würden, um endlich mal zu sagen, wir müssen das Thema Bildung in Deutschland mal richtig angehen, und zwar auch mit Geld angehen. Ich sage, passen Sie mal auf. Sie müssen ans Fenster treten und durch meine Brille schauen. Ihr Leben wird sich verändern. Das hast du gesagt. Ja, und ich war davon überzeugt. Und er nimmt die Brille, tritt ans Fenster und sein Leben hat sich nicht verändert. War schon ziemlich blöd. Matze, mein Motto war immer, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, und du wirst noch viele Entscheidungen zu treffen haben, hör auf deinen Bauch. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Ulrich Wickert. Ulrich Wickert ist Journalist und Autor. Er war einer der beliebtesten Nachrichtensprecher des Landes und trägt noch immer den Titel Mr. Tagesthemen, obwohl er den Deutschen nun schon seit fast 17 Jahren keine geruhsame Nacht mehr wünscht. Vor seiner Zeit bei den Tagesthemen berichtet er viele Jahre als Auslandskorrespondent aus Paris und New York, ehe er schließlich sogar beide ARD-Studios leitete. Als Autor hat er mittlerweile 34 Bücher verfasst, darunter 7 Krimis und ein Kinderbuch, das zusammen mit seinen Zwillingen entstanden ist. Am 2.12.2022 ist Ulrich Wickert 80 Jahre geworden, was man seinem Arbeitsdrang und seiner Lebenslust überhaupt nicht anmerkt. Und genau darüber habe ich mit ihm gesprochen, über seine Arbeit, sein Leben und seine Lebenslust und wie er das alles immer zusammengekriegt hat und noch immer zusammenkriegt. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Ulrich Wickert. Völlig entspannt, du pass auf, du stellst Fragen, ich gebe Antworten. Und wir haben ja Zeit, also ich kann ein bisschen erzählen. Ja, sehr gerne. Ne? Wenn man sich mit dir beschäftigt und deinen Lebenslauf liest, dann ist immer das Erste, was man überall liest, ist 42 geboren in Tokio und man sagt dann, ah, in Tokio. Und ach, sind ihre Eltern Japaner? Genau. Aber ich meine, du warst da eigentlich nur 4 Jahre, glaube ich. Wie sehr hat dich das deiner Meinung nach geprägt? Es hat sicherlich einen kleinen Fundus gelegt, dass man sagt, man kann auch in Japan geboren sein. Ich habe ja damals als Kind fließend Japanisch gesprochen, weil ich mit den Kindern im Dorf, wir wohnten ja dann in einem Dorf, wir hatten ein japanisches Kindermädchen, also man sprach Japanisch. Ja. Das habe ich leider alles vergessen. Es hat sicher dazu geführt, dass ich sehr viel später mich auch ein bisschen mit der japanischen Literatur beschäftigt habe. So ein paar Bücher, die man sozusagen Kopfkissenbuch und all diese Sachen gelesen haben sollte, um ein bisschen von der japanischen Kultur, alten Kultur eigentlich zu verstehen. Ja, ich habe bei mir zu Hause auch ein paar japanische Grafiken und sowas, die ich von meinem Vater geerbt hatte, die damals in den 40er Jahren. Der war der Kulturattaché. Nee, der war, das ist das Lustige, der war freier Mitarbeiter bei der Botschaft, der war damals 26, 27, der war zuständig, nannte sich Rundfunkattaché. Rundfunkattaché, ja. Und okay, zwar, stimmt. Und zwar hatte der den Auftrag, ein paar Stunden deutsches Programm zu konzipieren und dafür zu sorgen, dass das dann gesendet wurde auf irgendeinem Kanal. Also eigentlich auch schon so eine Art Journalist, wenn man so will. Naja, mein Vater. Redakteur vielmehr sogar. Ja, mein Vater verstand sich ja damals auch als Schriftsteller. Und der hatte als Student das große Glück, 36 für ein Jahr nach Amerika zum Studium zu gehen. Und da er sich mit seinem Vater, als er zurückkam, überhaupt nicht vertragen hat, hat er sein Studium finanziert, indem er Bücher geschrieben hat. In Deutschland, also was mich gewundert hat auch, ne, wenn man sich mit dir beschäftigt, dann das erste große Fragezeichen bei mir war Schule gehasst. Das hätte man nicht sagen dürfen, meine Kinder nie hören. Ja, aber das ist, also wenn man so wegen Latein. Wegen Latein? Wegen Latein, nur wegen Latein. Das ist der einzige Grund? Ja. Glaube ich nicht. Doch. Nur wegen Latein.
das ging bei mir irgendwie nicht. Ich nehme an, dass ich zu faul war, die Vokabeln zu lernen. Als ich in Frankreich in die Schule ging, in eine französische Schule, da war das alles viel besser, weil da darf man mit dem Wörterbuch arbeiten. Aber sonst hatte ich immer Noten, die schlechter waren als ausreichend. Aber Noten sind ja auch mehrere Fächer. Nein, nur das immer nur in Latein. Alles andere war wohl. Deutsch habe ich mit großem Vergnügen gemacht oder Französisch in der Französenschule oder Geschichte geliebt. Ich musste das Abitur in einem Internat machen. Meine Eltern lebten noch in Paris. Aber in Frankreich wurde damals, da war der Abschluss das Baccalauréat, was aber in Deutschland nicht anerkannt wurde, wenn man studieren wollte. Was ist das? Abitur. Abitur, okay. Hm. Also musste mein etwas älterer Bruder und ich, wir mussten dann die letzten anderthalb Jahre auf ein Internat. Wunderbares Internat, Ursprungsschule in Schelklingen, das ist da unten im Baden-Württembergischen und südlich von Ulm. Und da hatten wir zum Beispiel einen Geschichtslehrer, der Geschichte so toll vermittelt hat, dass wir gebeten haben, ob wir zusätzlich nochmal 2 Stunden nachmittags mit ihm Geschichte machen können. Was der gemacht hat, weil er ein kluger Lehrer gewesen ist. Wir hatten einen ganz tollen Deutschlehrer. Der war noch keine 30. Der wurde später ein sehr bekannter Germanist. Also es lag wahrscheinlich auch dann immer wieder an den Lehrern. Aber was hat der gemacht, der Geschichtslehrer, dass ihr Lust hatte, davon noch mehr zu kriegen, im Gegensatz zum Lateinlehrer oder Lehrerin? Ja, Latein ist halt Latein. Ja, keine Ahnung. Geschichtslehrer, der hat uns einfach das eröffnet, was die Geschichte bietet. Also der hat natürlich hauptsächlich neuere Geschichte gemacht und solche Sachen, aber er hat es eben so uns präsentiert, dass wir fasziniert waren und mehr wissen wollten. Du wolltest aber auch mal von zu Hause abhauen, nach Borneo über Nacht. Ja. Und du hast aber den Wecker nicht gehört. Ja, das ist zu doof. Also die Kinder hören das nicht, keine Sorge. Ich vermute, dass ich da 10 Jahre alt war und eben vielleicht oder 11 vielleicht war ich da. Und dann hatte ich ein Buch gelesen über Borneo, was da passierte, irgendwelche Leute, die da Bäume hackten oder irgendwas gemacht haben. Und das fand ich alles faszinierend. Borneo, boah, wie das dann dargestellt wird, der Dschungel und alles. Und habe ich gesagt, also da gehst du hin, da bist du ein freier Mensch. Und wir lebten damals in Heidelberg, da ist der Neckar. Und am Neckar war ein altes Holzboot, von dem ich mir vorstellen konnte, das könnte ich ja benutzen, um dann den Rhein runter, vielleicht dann in Rhön, bis Borneo. Also wie man als kleines Kind so Abenteuer sich vorstellt. Huckleberry Finn. Hm. Ja, ne? Und wahrscheinlich habe ich den auch gelesen gehabt. Und dann habe ich sogar das Fahrrad mal draußen stehen lassen, weil ich gesagt habe, und dann habe ich gesagt, mein Bruder, der hatte schon einen Schlafsack. Aber ich gesagt, den nimmst du mit, lässt ihm dann aber dein Sparbuch da, auf dem vielleicht 10 Mark lagen oder sowas. Aber was kann ich in Borneo mit dem Sparbuch? Ne? Ja, klar. Naja, habe ich den Wecker gestellt, habe ihn nicht gehört und meine Mutter weckte uns und wir mussten in die Schule gehen. Und da war das okay, eben dann doch nicht die Reise nach Borneo. Und wie war Ihr Verhältnis zu Ihren Eltern? Also dein Verhältnis, wir sind ja beim Du, Entschuldigung. Meine Mutter war eine rheinische Frohnatur. Das heißt, die kam aus Köln und rheinische Frohnatur, das ist halt... Jeder Jäger ist anders? Das ist, ja... Leben ist halt, es ist noch immer gut, Junge. Mhm. Mein Vater war ein Preuße. Streng? Streng, aber er hatte auch liberale Seiten. Und er war ein Mann von einer großen Fantasie. Er war nicht nur Diplomat, sondern er hat Romane geschrieben, auch nach seiner Zeit als Diplomat. Und er konnte streng sein, wenn man mal schlechte Noten brachte. Aber er konnte auch sehr liberal sein. Ich erinnere mich an folgende Situation. Ich werde aus dem Konfirmationsunterricht geworfen. Also, wie alt ist man da? 14, 15 oder etwas sowas. Das war in Paris schon. Und ich bin ja ein sehr freundlicher, höflicher Mensch und habe schon immer gewesen. Immer schon gewesen, schon damals gewesen. Und habe dem Pfarrer in den Mantel geholfen.
Weil ich aber auch ein Scherzbold bin, habe ich ihm den linken Ärmel zugehalten. Fieser Trick. Und er hat gestochert und gestochert. Alle Jungs haben sich kaputt gelacht, die dabei waren. Und er war so stinkesauer. Er hatte sofort einen Brief geschrieben an meinen Vater. Ihr Sohn ist noch unreif. Er wird hiermit aus dem Konfirmandenunterricht ausgeschlossen. Den bringst du deinem Vater mit. Naja, was denkt man? Ich bringe den mit, gebe den meinem Vater. Der liest den, zerreißt den vor meinen Augen und sagt, komm, vergiss es. Oh. Das hat mir in meiner Seele sehr gut getan. Und ich glaube, das hat mir auch ein gewisses Selbstbewusstsein gegeben. Dass ich gesagt habe, Mensch, da kann ein Pfarrer, ein erwachsener Mann, so eine Machtperson auch. Eine Machtperson nicht recht haben im Auge deines Vaters auch. Deiner Liebsten auch, ja. Ja, und das war ganz wichtig. Also, das glaube ich. Du siehst, ich habe es nicht vergessen, weil das ein ganz wichtiges Element gewesen ist. Und welche Richtlinien hatten sie, deine Eltern? Was war denn wichtig? Also. Latein. Was war denn wichtig? Eigentlich das, was man ein gesittetes Leben genannt hat in den früheren Zeiten. Also eigentlich ordentliches Benehmen war denn wichtig. Und hast du irgendwann rebelliert? Also ich meine, du wolltest eigentlich ja auch wie dein Vater Diplomat werden. Das war dann, weil du... Als ich 16, 17 war. Da wollte ich das, weil das war der einzige Beruf, den ich kannte. Mein Vater, der ist in Paris morgens um 9 ins Büro gefahren, kam zum Mittagessen nach Hause, machte eine Siesta, ging nachmittags wieder ins Büro und abends mit meiner Mutter und irgendwelchen interessanten Leuten in Restaurants. Ich sagte, das ist ein absolut tolles Leben. So stellt man sich ein Erwachsenenleben vor, herrlich. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Dann habe ich gesagt, willst du Diplomat werden? Und dann erinnere ich mich, dass meine Mutter mit mir nochmal in Deutschland zum Arbeitsamt ging und sagte, was muss man machen, wenn man Diplomat werden will? Die Beratung war so richtig, wie das dann ist. Hier ist eine Broschüre, liest ihr durch. Punkt. Okay, in der Broschüre stand, man muss Jura studieren und dann kann man entweder das zweite Examen machen und dann wird man direkt als genommen oder man macht das erste Examen und geht dann in die Diplomatenschule. Da habe ich gesagt, gut, mach ich das erste Examen, geh in die Diplomatenschule. So, jetzt habe ich angefangen, Jura zu studieren. In Bonn? In Bonn, ne? Weil meine Eltern inzwischen in Bonn lebten, weil mein Vater war ans Auswärtsamt zurückversetzt worden. Und also erstmal habe ich überhaupt nichts verstanden, wie man studiert. Ich wusste das nicht so richtig, was die Professoren haben erzählt, wie man das macht. Und dann geht man da in so eine Vorlesung und dann erzählen die einem Sachen, man muss da was wieder. Also es war nicht so ganz so toll. Und ich hatte aber, auch da bin ich Imitationstäter gewesen, den Wunsch, in Amerika zu studieren, weil mein Vater das ja gemacht hat. Und der hatte aus der Zeit seines Studiums in Amerika ein Buch geschrieben, das hieß Vater Morgana über den Straßenwald. Der ist dann mit dem Zug getrennt vom Ostküste bis nach San Francisco, immer auf Güterzüge gesprungen. Wow. Das waren damals Hobos, die das machten. Aha. Und da hat darüber ein Buch geschrieben. Ich dachte, das ist ein Leben, das musst du auch. Und der fuhr dann mit dem Schiff von San Francisco nach Japan und dann weiter nach China und von da aus wieder nach Hause. Zu der Zeit auch, was für ein cooler Vater. Das muss man sich vorstellen. Da habe ich gesagt, das machst du auch. Ich habe mich beworben. Mein Bruder kam eines Tages zurück aus der Uni und sagte, du hier in der Mensa, da haben sie hier Formulare, kann man sich bewerben für ein Stipendium. Du willst ja. Ich habe mich beworben um ein Stipendium und da habe ich das wahnsinnige Glück gehabt, das Stipendium zu bekommen, ein Fulbright-Stipendium. Ich weiß wirklich nicht warum, weil nach dem dritten Semester kann man ja noch keine wissenschaftlichen Leistungen erbracht haben. Aber nach dem dritten Semester fuhr ich mit dem Schiff zusammen mit 300 anderen Studenten und Leuten von Universitäten nach New York, 10 Tage, war schon mal klasse, und kam dann an eine absolut tolle kleine Universität in Connecticut, Middletown, Connecticut, die hieß Wesley. Der Professor, der für die ausländischen Studenten zuständig war, sagt, was machst du in Deutschland? Ich sage, ich studiere hier. Kannst hier eh nicht studieren, weil das kam ja gar nicht im Angebot. Du kannst machen, was du willst. Mhm. Also habe ich angefangen, mir verschiedene Sachen auszusuchen. Habe ich gesagt, wenn ich in Amerika bin, dann studiere ich doch erstmal das amerikanische System. Dann mache ich Literatur und dann habe ich Russisch gemacht. Weil ich gesagt habe, man sagt doch, in Amerika kann man ganz toll Sprachen lernen an den Unis.
Wann machst du das? Und ich konnte nach einem Jahr die Pravda lesen. Wir haben 5 Stunden die Woche morgens von 8 bis 9 Russisch, 2-mal die Woche Language Lab, wo man halt einfach auf Sprache trainiert wird. Ich habe mich dann in Deutschland, als ich zurück war, wieder eingeschrieben an der Universität auf Russisch. Nach einem 2. Jahr konnte ich nicht mehr die Pravda lesen. Das war die Größe des Russischunterrichts an der deutschen Universität. Na gut, jetzt habe ich aber in Amerika gelebt und es war einfach so faszinierend. Das war Anfang der 60er dann wahrscheinlich? Das war 63. Und jetzt war das so spannend, dass ich gesagt habe, alles willst du werden, aber nicht Beamter. Okay, jetzt hatte ich Jura angefangen. Hast du das dann irgendwann fertig gemacht? Aber ich wusste nicht, was ich machen werden wollte. Aber was hat dein Vater gesagt, als du dein Studium abgebrochen hast? Ich habe es nicht abgebrochen, ich habe das Staatsexamen gemacht. Das hast du gemacht, ja, aber du bist nicht Diplomat. Aber, ja, pass auf jetzt. Ich hatte einen pädagogisch sehr versierten Vater. Ich komme also nach Hause nach dem Mündlichen und habe bestanden. Und er sagt, hast du bestanden? Ich sage, nee, bin durchgefallen, muss 2 Semester dranhängen. Ich sage, nee, ich habe schon bestanden. Reaktion, dann kriegst du ab heute kein Geld mehr. Warum? Er wollte mich dadurch natürlich zwingen, jetzt Referendariat zu machen oder in die Diplomatenschule zu gehen, weil man ja da schon bezahlt worden wäre. Das hat mich aber überhaupt nicht irritiert, weil ich habe während des Studiums immer Geld nebenbei verdienen müssen. Als was? Ich hatte einen ganz tollen Job. Als Begleiter von Gästen der Bundesregierung. Also die Bundesregierung hat eine Institution, die hieß Internationis, war angehängt ans Bundespresseamt und da werden dann Abgeordnete oder Journalisten oder Leute, die irgendwie in welchen Gesellschaften wichtig sind, eingeladen und die bekommen ein Programm. Mhm. Jetzt kommen die her, kennen sich in Deutschland nicht aus, können kein Deutsch, kriegen ein Programm. Also brauchen die einen Begleiter, der sie im Hotel abholt, der sie zu den Terminen hört, bei den Terminen vielleicht auch dolmetscht. Da ich fließend Französisch konnte, da ich gut Englisch konnte, war ich das und bekam damals so viel Geld, dass ich sehr gemütlich für mich leben konnte. So, und jetzt habe ich das Studium beendet und mein Alter sagt, es ist kein Geld mehr, hat mich weiter überhaupt nicht irritiert, weil ich wusste ja, wie ich Geld verdiene. Und hattest du damals, also in den 60ern, lange Haare? Also warst du? Matze. So lange Haare. Koteletten so. Ja. Also Haare bis zu den Schultern. Und es gibt ja so Aufnahmen von dir auch in Bonn. Ja, also, ja. Das gesehen. Deswegen, hatte man damals. Aber das war normal auch für die feineren Herrschaften, die du sozusagen rumgeführt hast? Das war normal. Das war normal. Das war normal. Und dein Vater fand das auch normal? Nein, mein Vater fand das alles gar nicht normal. Aber der war ja dann, Gott sei Dank, wieder ins Ausland versetzt worden. Das sah ich nicht so häufig. Und der hat dich dann einfach nicht gesehen und wusste. Ja, und der fand das natürlich grässlich, aber wusste, dass er mit mir da nichts nicht drüber diskutieren konnte. Das war halt so. Und was hast du dir vorgestellt nach dem ersten Staatsexamen, also nach diesem Gespräch mit deinem Vater, was aus dir mal wird? Also wie hast du? Ich hatte überhaupt keine Vorstellung. Und wenn also keinen Plan. Keinen Plan. Und wenn junge Leute mich manchmal fragen oder meine Kinder mit 10, 11 überlegen, was sie mal werden wollen, habe ich gesagt, Kinder, ich wusste, als ich Examen gemacht hatte, nicht, was ich werden wollte. Macht nichts. Sondern ich habe einfach gesagt, was macht dir Spaß? So, jetzt, ich hatte nebenbei immer schon geschrieben, also ich hatte schon Artikel mit 14 für die Jugendseite der Rhein-Neckar-Zeitung geschrieben, für eine Jugendzeitung, der Schrift, die Rasselbande hieß, die in den 50er Jahren 400.000 Auflage hatte beim Bauer Verlag. Und da habe ich ja auch Geld schon bekommen für. Dann habe ich immer in den Schulen habe ich dann irgendwann angefangen, die Schülerzeitungen zu machen. Dann habe ich beim Studentenzeitung mitgeschrieben, dann ab und zu mal hier oder da einen Artikel platziert. Das war aber Hobby. Jetzt habe ich mein Examen gemacht, muss jetzt irgendwie gucken, wie du weiterkommst. Mhm. Und da haben die da bei Internationis, die haben mir gleich angeboten, Festanstellung. Da habe ich gesagt, das ist ja kein Leben, da kann ich, was soll ich da, kann mich nicht entwickeln. Ich kannte jemand, der hatte eine Sendung beim Hessischen Rundfunk im Hörfunk und da bekam er, der konnte 2 Stunden pro Woche mit Feature besetzen, also jeweils 1 Stunde.
Also sage ich dem, kann ich bei dir mal was schreiben? Da sagt er, ja, mach mal Vorschläge. Habe ich 3 Vorschläge gemacht, einen fand er gut. Dann habe ich gesagt, sagt er, ja, mach mal. Dann habe ich gesagt, schick mir mal ein paar Manuskripte, damit ich weiß, wie man das macht. Habe mich dran gesetzt und das gemacht und das lief dann nach ein paar Monaten und dann bekam ich irrsinnig viel Geld, weil ich bekam 1500 Mark. Und das Irre war, es war das am meisten wiederholte Feature, das ich je geschrieben habe, ist es 6-mal wiederholt worden und bei der Wiederholung bekommt man immer die Hälfte des Honorars. Ich hatte so viel Geld, dass ich mir ein gebrauchtes VW Cabrio kaufen konnte. Und da warst du der Typ im Cabrio, lange Haare. Und dann habe ich, und dann habe ich mir natürlich ein Telefon in meine Studentenbude legen lassen. Und dann habe ich gesagt, ich kenne doch beim WDR auch jemand. Und dann bin ich zu dem, kann ich mal was für sie schreiben? Und ja, sagen Sie mal, habe ich, okay, habe ich für den was geschrieben. Und dann bekam ich wieder Geld. Das ist toll. Und dann kamen 2 Freunde von mir vom Studium, die sagten, weißt du, musst zum Fernsehen gehen, verdienst viel mehr Geld. Ich sage, was heißt das? Noch mehr. Wie macht man das denn? Ja, du, wir arbeiten bei einer Sendung, Uni Audimax heißt das, das ist so eine Studentensendung im 3. Programm beim WDR. Musst du einfach zum Fernsehdirektor mal gehen. Ja, Fernsehdirektor gibt's, aha. Also, ich bekam tatsächlich einen Termin beim Fernsehdirektor. Und jetzt musst du dir vorstellen, wie ich aussah. Also, die Haare gingen mir bis zur Schulter. Mhm. Zumindest bist du mit dem Cabrio vorgefahren? Nein, ich glaube, ich weiß es nicht, wie ich da hingekommen bin. Auf jeden Fall bin ich da hingekommen. Dann hatte ich so orange-gelbe Schlaghose aus Samt mit etwa 30 Zentimeter breitem Schlag unten. Das hatte man damals. Und ich hatte eine riesige rot-rosa Brille aus Plastik. So, und jetzt kann ich dir nur erzählen, wie ein total bescheuerter Kerl zum Fernsehdirektor kommt und der Fernsehdirektor an einem großen Schreibtisch sitzt und Dinge unterschreibt und sagt, ja, was wollen Sie denn? Ich sage, passen Sie mal auf. Sie müssen ans Fenster treten und durch meine Brille schauen. Ihr Leben wird sich verändern. Das hast du gesagt. Ja, und ich war davon überzeugt. Und er nimmt die Brille, tritt ans Fenster und sein Leben hat sich nicht verändert. War schon ziemlich blöd. Also wir setzen es. Herr Wickert, was wollen Sie? Ja, passen Sie auf, ich schreibe Feature. Ich habe jetzt 2 gerade geschrieben, aber ich schreibe Feature. Einen für den Hessischen und für den Bewinner. Und ich dachte, ich könnte ja auch mal für Sie was schreiben. Er sagte, ja, wir machen Filme. Ja, aber irgendjemand muss doch Ihre Texte auch schreiben. Er sagte, Sie haben nun gar keine Ahnung. Und festanstellen tun wir sowieso niemand. Das haben die 1968 schon gesagt. Aber Sie können mal zu Herrn So-und-So gehen, der ist der Leiter der Sendung Monitor und vielleicht kann der Sie als Praktikant da mal mitnehmen lassen. Okay, ich kannte die Sendung nicht, weil Studenten haben damals keine Fernseher gehabt und sie hatten auch abends gar keine Zeit fernzusehen, sondern da musste man ja in die Kneipe gehen. So, also ich bekam da einen Termin, musste 4 Wochen warten, komme rein zu dem Mann und dann erzählt er, wie wichtig er sei. Und sagt aber, was wollen Sie denn, Herr Wickert? Da habe ich gesagt, ich hatte ja gelernt. Ich sage, wissen Sie, ich schreibe ja für den Hörfunk, aber Fernsehen, das ist doch die Zukunft. Und wir jungen Leute, wir müssen alle zum Fernsehen. Nun habe ich das noch nicht gelernt. Und dann habe ich gedacht, vielleicht kann ich bei Ihnen mal so Praktikum machen, mitmachen. Und da sagt er, ja, also wissen Sie, ich schicke gerade ein Team nach Finnland und ich schicke ein Team nach Ägypten, um zu zeigen, wie wichtig er war. Und da sagte ich, ach, Ägypten kenne ich, da bin ich als Student rumgefahren. Was stimmt? Aber wie waren wir nach Ägypten gefahren? Mit dem Zug von München nach Athen 2 Tage, auf einen Frachter angeheuert für 30 Mark, auf Deck eines russischen Frachters bis nach Alexandria, dort eine kleine Absteige mit dem Bus nach Kairo und so weiter und so fort. Ich bin bis Abu Simbel gekommen, aber okay. Da sagte sie, waren da, ja, ich habe das alles, ich kenne ganz Ägypten. Was stimmt, weil ich überall war. Ist ja auch nicht schwierig. Ja, haben Sie nächste Woche Zeit? Ich sage, wieso? Ja, dann ist gut, wenn so ein Ortskundiger dabei ist. Da könnten Sie mit dem Team und dem Redakteur nach Ägypten fahren. Ja. Wird wohl gehen. Kann mich frei machen. Ich fuhr also eine Woche später mit einem Redakteur und einem Team nach Ägypten. Wir bekamen erstmal 8 Tage lang keine Drehgenehmigung. In der Zeit habe ich denen den Bazar gezeigt, Sahara City und all solche Geschichten.
Dann haben wir einen Tag gedreht und dann sagte der Redakteur, also hier, damals siezten sich ja alle auch untereinander, fliegen Sie schon mal zurück nach Köln zum WDR, geben Sie das schon mal ab. Ich will mal gucken, ob wir auch noch einen weiteren Tag drehen können oder nicht. Ich flog also zurück, Kairo, Athen, Athen, Rom, Rom, Düsseldorf, steige in Düsseldorf in den Bus, fahre zum Bahnhof, nehme den Zug zum WDR, gehe die paar Meter rüber und sage dann hier dem Chef, hier sind all diese Dinge, die habe ich mitgebracht. Ah, haben Sie sich am Flughafen abholen lassen vom Wagen? Ich sage, nee, ich bin mit dem Bus zum Bahnhof, im Bahnhof. Sie sagen, um Gottes Willen, nie wieder. Sie rufen aus Rom an das nächste Mal und sagen durch, wann Sie ankommen, dann schicken wir Ihnen einen Wagen. Okay, also man lernt. Tag später kam der andere Redakteur dann auch zurück und der sagt offensichtlich, der Wickert ist ganz pfiffig. Und dann hieß es gleich, ach, nächste Woche muss ja ein anderes Team mit einem anderen Redakteur nach Belgien. Der Wickert kann auch Französisch, dann kann der mitfahren. Das muss auch so gut gelaufen sein, dass auf jeden Fall wieder eine Woche später mir gesagt wurde, passen Sie auf, Sie können hier als freier Mitarbeiter arbeiten. Wir haben alle 4 Wochen Sendung, da kommen Sie aber nicht jeden Tag oder so. Sie kommen aber die letzten 14 Tage vor der Sendung. Mhm. Wir waren bis 14 Tage frei. Und dann habe ich gefragt, wie viel Geld bekomme ich denn dann? Dann haben sie gesagt, so viel können wir Ihnen auch nicht zahlen. Also 1.500 im Monat. Ich sage, 1.500 im Monat. Wahnsinn! Da habe ich ja 14 Tage Zeit, in denen ich andere Sachen schreiben kann. Und so. Ja. Woher hattest du dieses unglaubliche Selbstbewusstsein? Also ich meine, da reinzugehen und dem Fernsehchef zu sagen, setzen Sie mal meine Brille auf und sehen Sie mal die Welt, wie ich sie sehe. Das ist ja schon jetzt nicht der schüchterne Junge. Ja, es hat 2 Gründe, Matze. Das eine ist, wir waren damals eine Generation ohne Angst. Das war die antiautoritäre Bewegung damals. Man hat keine Angst vor Chefs, vor Vorgesetzten oder auch vor Professoren oder sowas. Das eine. Zum Zweiten gibt es 2 Momente, die mir ein großes Selbstbewusstsein gegeben haben, zu sein, wer ich bin und zu sagen, ich mach's, wie ich's will. Das eine war wahrscheinlich die Geschichte mit dem Konfirmationsunterricht. Das zweite war eine Sache, die ich nie vergessen habe, weil die mir ganz viel Mut gegeben hat, zu sein, wie ich will und zu machen, auch zu sagen, was ich will. Und ich hatte in Amerika gelernt, wenn irgendwas ist, wird es diskutiert. Und da wurde ein neuer Rektor bei der Universität Bonn gewählt und ein Germanist, der wurde angegriffen in der Zeit als einer, der im Dritten Reich eher die Nazi-Ideologie mitvertreten habe. Tja, habe ich gesagt, das müssen wir diskutieren. Ich war im Studentenparlament, Antrag gestellt, wird diskutiert, jawohl, wir diskutieren. Die Universität hat das Ganze unterbunden. Es gibt keine Räume, keiner will diskutieren in der Mensa, es gibt keinen Raum. Also, Sie wollten das nicht wahrhaben? Die wollten nicht dieses Thema diskutieren, dass der Rektor vielleicht doch Dreck am Stecken hatte. Das wurde einfach totgeschwiegen. Es gab ein paar Professoren, die eher auf meiner Seite waren, aber okay. Und jetzt passiert Folgendes, ich veröffentliche das Ganze in der FAZ, in der Frankfurter Rundschau, schreibe eine ganze Seite, wie die Universität diese Diskussion einfach unterbunden hat. Mit Mitte 20? Naja, bist Student, ne? Ja. Und vielleicht eine Woche später oder sowas, ganz egal, wo ich hinkomme, ich war damals Hiwi bei den Politwissenschaften bei Bracher. Ich war im Studentenparlament, überall, wo ich hinkam. Du sollst ganz schnell mal den Dekan Schmidt anrufen, Wolfgang Schmidt von der Philosophischen Fakultät. Ich sag, warum soll ich denn den anrufen? Ich kenne den, ich bin nicht bei den Philosophen, ich bin bei den Juristen. Na gut, ich rufe den an. Ach, Herr Wickert, gut, dass Sie sich melden. Wir müssen dringend sprechen, aber man darf uns nicht sehen zusammen. Kommen Sie heute Nachmittag um 5 zu mir nach Hause zum Tasse Tee. Ich sage, okay, man darf uns nicht sehen. Ich gehe zu dem. Und da kriege ich einen schönen Tee. Und bei dem sah es wirklich aus, wie es halt bei so einem Altphilologen ist. Bücher bis unterm Dach, also ganz. Und dann sagt er relativ schüchtern, wissen Sie, Herr Wickert, das ist folgendes Problem. Sie haben diesen Artikel geschrieben und daraufhin wurde der Antrag im Senat gestellt, Sie von der Universität zu verweisen, weil Sie den Ruf der Universität beschmutzt haben.
Sagte er, ich habe daraufhin gesagt, wenn das passiert, lege ich mein Amt als Dekan nieder, werde das alles veröffentlichen. Denn das haben wir im 19. Jahrhundert gemacht, Leute von der Uni zu schmeißen, das haben wir unter den Nazis gemacht, wir haben Thomas Mann die Ehrendoktorwürde aberkannt. Wenn das passiert, damit hat er mich gerettet. Da schwupp war natürlich dieser Antrag ganz schnell verschwunden. Und dann zeigte er mir ein Packen und sagte, ich habe auch die ganze Nacht dies geschrieben. Hier ist das Manuskript. Oh wow. Und das hat mir einen irren Mut gegeben, zu sagen, auch wenn solche Autoritäten wie Rektor und die Leute, die ihn verteidigen, anderer Meinung sind, also, du kannst ruhig mal sagen, was du meinst. Und das hat mir, das, ich habe es auch, wie Sie sehen, es wirkt heute noch nach, das hat mir dann auch den Mut gegeben, in dieser Richtung weiterzumachen, an der Universität. Wir haben dann ja, das war ja die 60er Jahre, da waren ja noch irrsinnig viele Nazis überall, an den Gerichten, in der Politik und auch an den Universitäten. Und dann stellt sich heraus, dass es einen Assistenten gibt, der beim Institut für Luftfahrtmedizin arbeitet und der sagt, ja, unser Leiter des Instituts, Herr Ruff hieß der, der war ja, hat ja auch im KZ Menschenversuche gemacht. Jetzt sagt er das so in der Vorlesung. Und da sitzt der Freund der Tochter dieses Institutsleiters da, der das der Tochter erzählt, die Tochter erzählt es dem Vater. Der Vater gleich Terror, Terror, will den entlassen. Wir kriegen das mit. Sofort große Aktion. Demonstriert, Flugblattaktion. Das hat dazu geführt, dass der Assistent nie entlassen wurde, aber dass der Institutleiter seinen Job aufgeben musste. Er blieb dann weiterhin Berater der Lufthansa. Aber dieser Mann war in Nürnberg angeklagt worden, seinerzeit, wegen Menschenversuche mit Mengele zusammen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber das war so die Zeit. Und da habe ich gesagt, okay, das machen wir, das diskutieren wir. Und das hat den Mut gegeben, einfach zu sagen, es wird. Wir machen das, was wir für richtig halten und nicht, was die anderen für richtig halten. Wenn du heute sowas siehst wie Fridays for Future oder die letzte Generation, wo es ja sehr, sehr viele Klimaaktivisten, Aktivistinnen gibt, erinnert dich das irgendwie an diese Zeit? Auch das Gedrängte, also das zu wissen, man muss was machen, man muss etwas verändern und aber auch diesen Mut, den ich da auch immer wieder sehe und dieses absolut keine Rücksicht auf Verluste sozusagen, also menschlich, also da auch wirklich in Talkshows, wenn ich Luisa Neubauer sehe, dann denke ich auch, oh mein Wahnsinn, was die den Merz an den Kopf haut und so weiter. Also, das ist super. Ja, voll. Ja, ich finde das wunderbar, ich finde es gut, dass es das wieder gibt, muss ich sagen. Also ich bin gegen diese Klebeaktionen, gegen das Schmeißen von Suppe auf Bilder. Das finde ich Quatsch. Also irgendwo muss schon Vernunft dabei dahinter sein und nicht nur Action, 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 der Actionweg. Aber ja, ich finde das sehr gut und ich bin fast der Meinung, es wird fast zu wenig demonstriert. Weißt du, Matze, ich sehe Probleme in dieser Gesellschaft, die nicht gelöst werden, obwohl sie gelöst werden müssen. In den Jahren 60 hat ein Mann namens Georg Picht ein Buch geschrieben, das heißt Die Bildungskatastrophe. Es ist seitdem nichts passiert. Die Bildungskatastrophe ist immer größer geworden. Ich wünschte mir, dass die Leute auf die Straße gehen würden, um endlich mal zu sagen, wir müssen das Thema Bildung in Deutschland mal richtig angehen und zwar auch mit Geld angehen und mit mehr Stellen für Lehrer. Jetzt nicht sagen, es fehlen 10.000, 20.000, 30.000. Ja, warum fehlen die? Weil man gepennt hat in der Politik. Und das ist etwas, wo ich sage, da müssten auch dann eigentlich fast die Erwachsenen demonstrieren. Die sagen sich immer, ja, wir können wählen, aber ganz egal, wen sie wählen. Da passiert nichts. Es passiert nichts. Und das ist, finde ich, so furchtbar. Wie erklärst du dir das? Ich erlebe das ja auch Teilen, ne? Unser Sohn ist ja auch in der Schule und merke auch, es ist schon anders. Ich bin in der ehemaligen DDR teilweise zur Schule gegangen, also bis ich 10 war. Und da habe ich immer gedacht, okay, das ist noch das alte System, was hier noch nachwirkt und sich nicht irgendwie anpassen konnte. Aber natürlich merken wir das auch immer noch. Also wir haben eine gute Schule, finden wir, aber gerade Berlin ist natürlich auch Katastrophe. Also wenn man das hört,
in Berlin. Also man wohnt da und dann muss das Kind eine Stunde mit der Bahn fahren und woanders in eine Schule gehen, wo es niemand kennt. Absurd sowas. Aber wie erklärst du dir, dass es sich nicht verändert hat? Also von 1960 bis jetzt, was ist deine Theorie? Du, ich glaube, dass die Leute das immer noch nicht ernst genug genommen haben. Ich glaube, das ist wirklich ein Problem. Auch, dass man jetzt plötzlich diese Diskussion hat über junge Leute und Gewalt, die sich nicht integriert haben oder was. Auch hier in Berlin vor allen Dingen nach der Silvesternacht. Ja, aber weißt du, da muss man sich fragen, ist da in der Gesellschaft etwas auch passiert, wo wir die Werte der Gesellschaft nicht genug vermitteln? Ich habe darüber ein Buch geschrieben, der ehrlichste Dumme heißt dieses Buch, das ist vor Ewigkeiten erschienen. In den 90ern, ist, ja. Es ist aber im letzten Jahr nochmal neu aufgelegt worden. Mit einem Vorwort, genau. Mit einem neuen Vorwort, das genau alles trifft, weil sich nichts verändert hat und das gleich im letzten Jahr schon wieder 4 Auflagen hat, weil die Leute sagen, es stimmt immer noch. Und ich glaube, der Steinmeier, den ich sehr schätze als Bundespräsident, der hat die Diskussion des sozialen Jahres wieder aufgenommen. Das haben viele Leute gesagt. Helmut Schmidt hat es gesagt. Ich habe es vor 30 Jahren in meinem Buch schon vorgeschlagen, weil ich gesagt habe, das soziale Jahr führt dazu, dass die jungen Leute lernen, etwas für die Gemeinschaft zu tun. Aber dadurch vermitteln sich dann auch die gesellschaftlichen Werte. Mhm. Und ich glaube, die gesellschaftlichen Werte, die werden heute nicht mehr vermittelt, auch weil die Eltern das nicht tun und die Schulen es auch nicht tun und die Kirchen sowieso nicht tun. Und da bin ich der Meinung, ja, wir müssen irgendetwas tun, indem wir dazu kommen, den jungen Leuten die Werte zu vermitteln. Also, dass auch einer in der Schule weiß, wie er sich benimmt. Gut, das Dumme ist, dass da manchmal die Eltern dann kommen und sagen, hey, Sie können meinem Sohn keine 3 geben, weil... oder sowas. Gut, aber da müssen auch die Lehrer mehr, ich würde sagen, Autorität erhalten. Also nicht, dass die Eltern da immer motzen können, sondern die Eltern müssen auch die Autorität haben, die ein Lehrer haben muss. Und ich habe mit großem Vergnügen mitbekommen, als der Macron Kandidat war um die Präsidentschaft, das erste Mal 2017, hat er gesagt, wir haben in manchen Gegenden Frankreichs richtige Erziehungsprobleme. In diesen Brennpunkten werden die Klassen halbiert. Keine Klasse mehr als 12 Schüler. Hm. Wir werden dafür 120.000 Lehrer anstellen. Und ich finde, das ist natürlich eine ganz tolle Entscheidung. Zu sagen, wir müssen hier ein Problem beseitigen, aber indem wir sagen, wir müssen mehr den jungen Leuten Freiraum geben, aber auch den Lehrern, dass sie sich mehr um die kümmern können. Und da bin ich der Meinung, das muss auch sein, wenn ich mitbekomme, dass es hier Schulen gibt, wo in einer Klasse 30 sind oder so. Das ist viel zu viel. Das ist bei uns auch so, ja. Das ist viel zu viel. Und da muss man einfach gucken, okay, wir müssen einfach mehr Geld aufgeben für die Bildung. Und ich bin der Meinung, also mehr Geld für die Bildung ist mir wichtiger als eine Radspur. Ernsthaft. Ja, mehr Geld für die Bildung auch wichtiger als Panzer? Naja, im Augenblick würde ich sagen, Panzer brauchen wir auch, weil da ein Verrückter da hinten ist. Aber auch Panzer woanders hinschicken? Ja. Also auch, also ja. Wenn man sagt, wir haben ja, es gibt ja nur mal einen Topf. Ja. Und wir können, aber man müsste sich jetzt entscheiden, Bildung oder Panzer? Nein, diese Entscheidung muss man nicht treffen. Nee, man muss dann einfach gucken, wo müssen wir gewichten. Also Bildung, ohne Bildung ist gar nichts. Mhm. Aber ohne die Freiheit, die durch die Panzer erkauft wird, ist auch nichts. Mhm. Also erstmal Freiheit. Ohne Freiheit ist keine Gerechtigkeit, ist nichts. Also die Freiheit müssen wir als allererstes verteidigen. Aber dass man jetzt sagt, muss man ein Krankenhaus bauen oder muss man einen Panzer kaufen, sage ich, das geht nicht als Vergleich. Sondern wir müssen grundsätzlich gucken, wie wir einfach mit unserem Geld vielleicht anders auskommen. Wie ist denn aus jemandem, der in der Generation aufgewachsen ist, die Autoritäten abgelehnt hat, jemand geworden,
der Autoritäten auch schätzen kann und auch für einen Teil, wie du gerade sagst, notwendig hält. Ich akzeptiere dann eine Autorität, wenn sie meines Erachtens für etwas steht und auch es so versucht zu vertreten, dass ich sage, das ist vernünftig. Wer ist so eine Autorität für dich? Sicher der Bundespräsident, sicherlich auch Herr Scholz, die meisten der Minister, selbst wenn man sie kritisieren würde in einzelnen Dingen, ja. Mhm. Aber es gibt so gewisse Dinge, wo ich sage, keiner ist perfekt, auch unsere Politiker sind nicht perfekt. Und es gibt auch Politiker, die ich absolut gruselig finde, aber ich sage, trotzdem sind sie gewählt von zig Leuten. Das heißt, es gibt eine gewisse Autorität, haben sie dadurch schon. Es gibt Wissenschaftler, die für mich große Autoritäten sind, gar keine Frage. Es gibt Schriftsteller, es gibt Filmemacher, es gibt Maler. Also wenn ich mir Anselm Kiefer angucke, ist für mich einer der größten Maler überhaupt oder Neo Rauch. Mhm. Ich finde, das ist eine unglaubliche Autorität. Finde ich auch. Stimmt. Wenn ich jetzt so auch an Neo Rauch werde, da hätte ich auch Schiss, wenn der herkommen würde. Also da hätte ich irgendwie so. Das ist ein ganz netter Kerl. Glaube ich, aber trotzdem, weißt du, was ich meine? Es gibt ja manchmal so. Ja, aber das ist eben, siehst du, das ist ja das. Du darfst keine Angst haben. Ja. Ich habe eins gelernt, auch als Journalist. Du darfst vor einer Kanzlerin oder einem Kanzler oder einem Bundesminister keine Angst haben. Das sind Leute, die machen einen wichtigen Job, sind da gewählt worden. Aber du bist auch ein Mensch, der denkt. Und du machst eine gute Sendung. Also kannst du auch mit Neo Rauch eine gute Sendung machen, weil das ist dein Job und der hat halt einen anderen Job. Das verstehe ich total. Aber du weißt, was ich meine. Es gibt manchmal so Personen, die nicht unbedingt der Ruf, aber so die Aura oder genau das ist diese Autorität. Ja, ja? Aber diese Aura interpretierst du ja nur rein. Ja, Und so bist du in deine Sachen reingegangen immer? So bin ich in meine Sachen reingegangen. Weil ich habe mich nämlich gefragt, wie du das hinkriegst, weil bei den ganzen Interviews, die du gemacht hast, mit also vor allen Dingen ja auch sehr, sehr großen Politikern und Politikerinnen, ja. Es wirkt immer so, eigentlich ein bisschen, also locker aus der Hüfte. Ja, aber da will ich dir mal eins sagen. Also ich habe als 98 der Sender Phoenix gegründet wurde, ich war bei dem Tagesthemen noch Moderator, da sagten die, ach Herr Wickert, wir brauchen auch noch ein Programm, wo die Leute zugucken und wo jemand etwas macht, der bekannt ist, könnten Sie sich das vorstellen? Sag ich, ja, ich habe eine Idee. Ich mache bei den Tagesthemen immer so kurze Interviews. Mhm. Ich möchte ein Gesprächsformat haben, wo das Gespräch zeitlich dann endet, wenn ich der Meinung bin, wir haben alles ausgesprochen. Mhm. Also wo man nicht sagt, das ist eine halbe Stunde oder Format 45 Minuten, sondern es ist fertig, wenn ich sage, jetzt haben wir alles. Ja, machen wir, haben die gesagt. Und mit wem fangen wir an? Da sagte ich, naja gut, der Kohl, der ist gerade abgewählt worden, können wir doch mit Kohl anfangen. Ja, meinen Sie, Sie kriegen den? Ich sage, wenn ich den nicht frage, kriege ich ihn nicht. Also habe ich im Büro von Kohl angerufen, was damals dann im Bundestag war. Und nun kannte ich Kohl, Kohl kannte mich. Und ich hatte das große Glück, dass er mich sogar schätzte. Deswegen hatte ich auch in Tagesthemen ab und zu mal ein Interview mit ihm unterbringen können. Obwohl er das eigentlich nicht wollte. Und so jetzt rufe ich da seinen Büroleiter an und der ruft mich zurück und sagt, ja, passen Sie auf, der macht's, aber das darf ich Ihnen nicht sagen. Der macht's, aber er sagt, Bedingung ist, dass der Wickert erstmal kommt zum Gespräch. Also Vorgespräch. Vorgespräch. Also ich fahre hin zu ihm. Wir reden 2 Stunden. Und während den 2 Stunden klingelt bei seinem Telefon, ich sage, ich gehe raus. Nein, bleiben Sie hier sitzen. Es ist der Oberbürgermeister von Aachen, der sagt, wir haben gerade beschlossen, Tony Blair den Karlspreis zu geben und würden Sie dann die Laudatio halten. Und dann schreit er zurück. Tony Blair, der hat nichts für Europa gemacht. Nie im Leben werde ich deine Laudatio halten. Zuck, aufgehängt. Okay. So, wir haben also 2 Stunden geredet und dann sagt er, okay, ich mach's. Sagt er, wie lange denn? Ich sagte, Herr Bundeskanzler, wir haben 2 Stunden geredet, sind nicht fertig. Also 3 Stunden dauert das schon. Ja, okay. Termin geguckt, dann und dann,
wo machen wir das, gucken wir mal. Und dann haben wir es gemacht im alten Kanzleramt, da wo der Adenauer gesessen hat. So, jetzt haben wir das festgemacht. Jetzt habe ich 2 Wochen lang mich vorbereitet auf dieses Interview. Aus mehreren Gründen. A, weil ich gesagt habe, du musst dich vorbereiten. Das zweite war, dass ich mir gesagt habe, die Kollegen, die werden sich das angucken, die werden sagen, der Wickert, jetzt meint er auch, dass er solche Interviews machen kann. Ach, war ja wohl nichts, ne? Hat man auch im Kopf. Mhm. Und ich habe mit vielen Leuten auch gesprochen über Kohl, wie sie ihn einschätzen und Biografien und weiß der Teufel was gelesen. Und dann haben wir dieses Gespräch geführt, 3 Stunden und ein paar Minuten auf einem Sitz. Das heißt, wir haben einmal kurz unterbrochen für eine Tasse Kaffee, weil die Techniker die Bänder wechseln mussten. Damals hat man das immer auch Bänder gemacht. Und das ist eine Sendung, die heute noch bei Phoenix immer wieder läuft und angeguckt werden kann. Und das war wirklich ganz spannend, weil dieses Format ja erlaubt, dass man lange auf ein Thema zuarbeitet und er nicht lügen kann. Er kann nicht auswaschen, weil ich kann ja dann immer nachher. Und er hat tolle Sachen da drin gesagt. Ich habe ihm gesagt, Sie haben also zum Beispiel den Gorbatschow, den haben Sie mit Goebbels verglichen. Und ja, sagt er, das war ein Riesenfehler von mir. Und da sagt er, wie es zustande gekommen ist, sagt er, uns hat keiner rausgestrichen aus dem Interview bei Newsweek. Hätte aber einer, gut, aber ich bin schuld, ich habe es gesagt. Und sagt er, ich habe dann aber mich bei Gorbatschow entschuldigt und hat das genau erzählt, wie er mit Gorbatschow umgegangen ist. Und das ist ja hochspannend. Voll, ja. Beim zweite Sache sagt er, weiß nicht, wie wir da drauf gekommen sind, wir kommen also auf die Ceausescus und er sagt, wissen Sie was, ich habe mich gefreut, als die erschossen worden sind. Und nach der Aufzeichnung kommt sein Bürochef und sagt, Herr Bundeskanzler, als Ehrenpräsident einer christlichen Partei dürfen Sie das nicht sagen. Und er sagt, das bleibt drinnen. Das waren die übelsten Leute, die ich erlebt habe. Und erzählt dann, wie die vor seinem Tisch als Kanzler gesessen haben und gesagt haben, gut, wir lassen noch 500 Leute, lassen wir noch raus, aber dafür kriegen wir so und so viel auf unser Schweizer Konto. Und das fand ich, das ist dann schon sehr spannend. Und dann habe ich 3 Stunden mit Genscher gemacht. Da habe ich mich natürlich ähnlich vorbereitet. Dann habe ich mit Weizsäcker, mit Gauck, mit Schröder, mit Fischer und so weiter all diese langen Sendungen gemacht. Aber immer viel Vorbereitung, da in dem Moment, in dem sie dann da sitzen, sind sie völlig locker. Ja, aber Politiker, das erlebe ich hier, wenn ich die spreche, und ich habe es noch gar nicht so oft gemacht, aber die sind ja auch die Könige und Königin der Nebelkerzen. Und ich habe hier Scholz gehabt, bevor er Kanzler geworden ist. Und danach habe ich gedacht, es ist mir überhaupt nicht gelungen, weil ich irgendwie nicht überhaupt, also ich meine natürlich nochmal spezieller Fall unter Umständen, aber überhaupt nicht rangekommen an den Kollegen. Schön, dass du Kollege sagst. Ich habe mit Scholz auch einen Podcast gemacht. Und ich kenne den natürlich aus Hamburg. Ja. Auch persönlich hat man den natürlich häufiger getroffen, als er Bürgermeister war. Hat er mich sogar mal, seit dem 14. Jahrhundert macht Hamburg das Matthäi mal. Dann haben sie immer einen deutschen Gast, Ehrengast und einen französischen Ehrengast. Da haben sie den französischen Premierminister Ayrault damals eingeladen und mich als Deutschen. Weil jeder hält dann eine Rede. Und also insofern kannte der mich und ich kannte ihn und dann habe ich mit ihm, als er Finanzminister war und eben jetzt Kanzlerkandidat werden wollte, einen Podcast gemacht. Und dann habe ich ihn anmoderiert, indem ich gesagt habe, also Sie gelten ja nicht nun als der Witzige, der immer Witze erzählt. Es gibt ja Politiker wie Genscher oder Brandt, die haben immer nur Witze erzählt. Aber wollen wir mal Ihren Humor, wollen wir doch mal darüber reden. Wissen Sie, es gibt ja diese kleinen Gedichte, 2 Ameisen wollten nach Australien reisen. Auf Altena, auf der Chaussee, tan in die Füße weh, da verzichteten sie weise auf den Rest der Reise. Was sagen Sie dazu? Ja, Altena ist eine sehr schöne Stadt, da ist mein Wahlkreis und ich habe da auch eine Wohnung. Genau. So ist er. So ist er. So, dann darfst du nicht verzweifeln. Er ist so. Er kann privat ein bisschen anders sein, aber ich habe ihm, auch bevor ich diesen Podcast gemacht habe, ich habe ihm immer wieder schon mal gesagt,
wenn ich bei den Tagesthemen mit Ihnen ein Interview mache, dann sage ich, guten Abend, Herr Scholz, dann sagen Sie, guten Abend. Können Sie da nicht sagen, guten Abend, Herr Wickert, guten Abend, Frau Miosga? Ich habe noch nie jemanden beim Grüßen mit Namen angesprochen. Warum sollte ich das tun? Okay, sagt er auch in dem Podcast. Ist halt so. Ich mache dann, das Podcast beenden wir und nach einer Stunde oder ein bisschen mehr. Und dann sage ich, vielen Dank, Herr Scholz. Und dann sagt er, bitte. Wenn er jetzt Witz gehabt hätte, hätte er gesagt, bitte, Herr Wickert. Ja, unbedingt. Nicht? Nein, hat er nicht. Und so, und jetzt und sein Pressesprecher damals ist derselbe, der jetzt bestreitet, der Regierungssprecher ist, der hat gefeixt und sagt, jetzt sagt es dem wenigstens irgendjemand mal. Endlich sagt es ihm jemand mal. Und dann hinterher hat er sich kaputt gelacht, Herr Scholz. Der kann sehr witzig sein. Das glaube ich auch. Also ich kann, auch das Gefühl hatte ich auch. Ja. Nein, der kann ganz witzig sein, aber nur, wenn er will. Wir kommen nachher nochmal auf Begegnung zurück, aber wir sind nämlich abgebogen bei Monitor, als du da angefangen hast, dann mehr zu arbeiten. Und irgendwas scheinst du ja, das war dann 69 in den 70ern, da entdeckt zu haben in diesem Beruf, was dich ja im Grunde bis heute daran hält. Was war das? Also warum bist du Journalist geblieben? Also ich habe zwei Begriffe, die mich leiten, Neugier und Übermut. Das passt aber wirklich ganz gut. Und muss ich mal gerne mal aufschreiben. Ja, es gibt sogar ein Buch von mir mit diesem Titel. Das ist so eine Art Arbeitsbiografie. Und ich habe, erstmal Monitor ist natürlich eine tolle Sendung gewesen. Ich habe da gelernt, Filme zu machen. Der Chef von Monitor war toll. Der hat uns wie ein Handwerksmeister geleitet. War wirklich also großartiger Mann. Und das war ja eine Zeit, wo man sich einfach überlegen konnte, wo will man was machen? Ich habe unglaublich viel gegen die Rechtsradikalen gemacht. Ich habe viel über den Geheimdienst, den BND gemacht. Weil man immer wieder recherchieren konnte, bekam man wieder Geschichten und bah, nix wie ran über Bestechung durch Waffenhandel und all sowas. Dann kriegt man wieder was zugespielt und dann muss man, dann macht man diese Geschichten. Und dann entwickelte man sozusagen eine Freiheit, immer zu machen, ich will etwas machen. Die Freiheit ging bei mir so weit, dass ich immer sagte, was willst du jetzt tun, das willst du jetzt machen. Und dann habe ich den Übermut gehabt, es dann auch umzusetzen. Ich will dir ein Beispiel geben. Ich habe irgendwann beim Monitor Knatsch mit dem Chef, weil ich politisch ein bisschen kritischer war als er und er mir dann mal etwas verboten hat, gesagt, das können wir nicht senden. Und dann fuhr ich erstmal in Urlaub und habe in dem Urlaub das Buch von Herbert Marcuse gelesen, der eindimensionale Mensch. Liest heute kein Mensch mehr. Kann ich auch verstehen. Ich habe es 10 Jahre nach allen anderen gelesen und fand es toll, weil er dann schreibt, der Mensch, der Mann natürlich, der ist gemacht, 4 Stunden am Tag zu arbeiten und dann muss er jagen gehen oder fischen gehen. Das ist sein Naturell. Wir brauchen einen neuen Mensch und eine neue Gesellschaft und Kritik der Konsumgesellschaft und all sowas. Das hat mich unglaublich fasziniert. Ich komme aus dem Urlaub zurück. Am Tag danach treffe ich einen Kollegen auf dem Flur und dann sagte ich, ich war gerade im Urlaub, ich habe keine Zeit, ich muss ins Studio so und so, da übernimmt der so und so, die nehmen ein Interview mit dem Marcuse auf. Ich sagte, Marcuse, von dem ich davon ausging, der wohnt in San Diego, ich mit in die Regie. Höre mir da an, was die da so ein stundenlang Interview mit dir machen, gehe runter und sage zu Marcuse, Herr Professor Marcuse, hier ist meine Karte, ich bin hier Redakteur, ich möchte einen Dokumentarfilm über Sie und Ihr Leben und Ihr Werk machen. Ja, sagen die beiden, die da saßen und das Interview, das ist eine tolle Idee und Herr Wickert ist ein guter Autor und so. Ja, sagt er, passen Sie mal auf, es war September, ich bin im Mai wieder da in Deutschland, ich fahre jetzt zurück, ich melde mich im Mai bei Ihnen. Also ich den ganzen Winter überlese dessen Sachen, gehe von Redaktion zu Redaktion, um jemanden zu finden, der das finanziert. Und jede Redaktion, tolle Idee, tolle Idee. Ach nee, aber du, ich habe meinen Haushalt schon verplant und so. Deswegen, weil Marcuse, das muss ich mir vorstellen, das wird das gewesen sein, 76 wird das gewesen sein,
der hieß damals der Vater des Terrors. Und damals war RAF. Er war nicht der Vater des Terrors, nie gewesen. Es gab keinen Menschen, der ihm irgendetwas nachweisen konnte. Bei mir in der Dokumentation, die ich dann wirklich gemacht habe, hat er auch ganz klar erklärt, warum er dagegen ist. Aber so wie bin ich dazu gekommen, dass der Film läuft? Ich fand keinen, der das im WDR finanziert wurde. Ich bin ein WDR-Mann. Aber der Marcuse hat sich im Mai auch nicht gemeldet. Also fing ich an rumzutelefonieren. Der meldet sich bei mir nicht. Ich bin ja so naiv gewesen, dass ich glaube, der meldet sich bei mir. Gott sei Dank kannte ich Habermas und habe immer Habermas angerufen. Er sagte, ja, hier, der ist in Berlin, im Wissenschaftskolleg. Hier ist die Telefonnummer, rufen Sie ihn an. Ich rufe ihn an, kommt, geht Marcuses Frau ran und gibt mir Herbert. Und dann sagte ich, passen Sie auf, so wie haben das. Ja, ja, sagt er, ich erinnere mich, ja, ja, passen Sie auf. Schreiben Sie mir einen Brief an meine Adresse in La Jolla bei San Diego. Ich bin im September zurück, dann antworte ich Ihnen. Ich sagte, ja, du lieber Gott. Das wird nichts. Das wird nichts. Aber ich habe gesagt, wo kommen dessen Bücher alle raus? Surkamp, Taschenbücher. Ich rufe also den zuständigen Redakteur an dort oder Lektor, Günter Busch. Ich sage, Herr Busch, so und so und so. Ja, sagt, das ist doch kein Problem. Kommen Sie am Mittwoch zum Abendessen. Da ist der bei mir zum Abendessen. Ich fahre halt mittwochs nach Frankfurt von Köln zum Abendessen. Da saßen ein paar andere Leute, die mich gut kannten, die den Marcuse beschwatzt haben, dass er das macht. Also sagt er, wenn Sie mir ein Drehbuch schreiben, dann mache ich das. Ich sage, ein Dokumentarfilm kann man eigentlich ein Drehbuch schreiben, genauso wenig wie Sie über Ihre neue Gesellschaft sagen, die muss sich entwickeln. Ja, sagt er, schreibe ich Ihnen dann auf. Okay, hatte Humor. Und also jetzt hat er gesagt, er macht es. Es wollte das große Glück, dass ich im August für eine Zeit nach Washington versetzt wurde, weil da eine Vakanz entstanden war. Als Außenkorrespondent. Als Auslandskorrespondent. Also bin ich beim Monitor erstmal weg, bin dann nach Washington gefahren und habe gleich als erstes in San Diego oder in La Jolla bei Marcuse angerufen. Er hat gesagt, ich komme nächstes Wochenende. Passt das? Ja, es passt. Ich fahre also dahin. Er sagte, Bedingung ist, Sie bringen mir eine Flasche Whisky mit. Johnny Walker. Ich brachte eine Literflasche Johnny Walker, Red Label. Nein, Black Label mit. Ich kam dahin, wir haben den ganzen Tag geredet, seine Frau stand immer wieder mal auf, ging telefonieren, kam wieder. Und dann hat er mir erzählt, wie machen wir das denn? Ich habe gesagt, ja, was passiert denn bei Ihnen so in den nächsten paar Monaten? Ja, sagte er, ich bin im Oktober, bin ich jetzt für 3 Tage an einer kleinen Universität in Neuengland, da mache ich Seminare und so. Werden Sie nicht kennen, das Wesleyan University ist echt wunderbar, da habe ich ein Jahr studiert. Aber da können wir Sie ja drehen mit Studenten zusammen. Das ist doch alles ganz spannend. Dann habe ich gesagt, gut, und den Rest, Biografie und dann Interviews zur Thematik, neue Gesellschaft und Freiheit, machen wir dann im Dezember hier in La Jolla. Dann ist das Wetter hier schön und in Washington schneit. Ja, haben wir alles abgemacht. Ich fahre also zurück nach Washington und rechne meine Reise ab. Und da sagt der dazu zuständige Verantwortliche, ja, wo ist denn die Kostenstelle? Wo soll ich das denn verbuchen? Ich sage, wie, haben Sie keine Kostenstelle? Ich wusste ja, dass er keine hat. Haben Sie keine? Die haben die vergessen, in Köln Ihnen eine mitzuteilen. Müssen Sie mal in Köln anrufen. Jetzt ruft er in Köln an und sagt, der Wickert hat $400 ausgegeben für eine Reise nach. Und er sagt, es gibt keine. Ich brauche jetzt eine Kostenstelle. Der Chefredakteur hatte dann gesagt, na ja, ich habe hier einen Fundus, dann machen wir das zur Kostenstelle. Da habe ich den Film gemacht. Also das heißt, man muss auch ein bisschen Übermut haben, muss aber sagen, ich schaff's. Das war für mich persönlich wichtig. Für mich. Ja, ich musste das für mich machen. Und das ist doch herrlich, wenn man einen Beruf hat, wo man es dann machen kann. Ja, das kann ich total verstehen. Aber es scheint mir auch so zu sein, dass Sie vor allen Dingen, Respektperson, haben wir ja, ne? das scheint mir auch so zu sein, dass du sehr oft einfach wirklich Ja gesagt hast auch. Also dich so treiben lassen hast, so ein bisschen von den Sachen, die so kommen und auch dieses Gottvertrauen einfach auch oder Vertrauen, dass es schon so sein wird und dann auch immer, wer fährt nächste Woche hin? Ja, ich mach's. Und so wirkt das sehr. Also, ich bin ein Optimist. Wenn etwas kommt, was ich spannend finde, mache ich es. Ich habe sehr häufig Nein gesagt.
Ich habe immer dann Nein gesagt, wenn es mich nicht interessierte. Insbesondere, wenn jemand kam und sagte, möchten Sie Chefredakteur werden, möchten Sie da einen hierarchischen Posten, habe ich immer Nein gesagt, weil das mich nicht interessierte. Und das war, ich habe schon einen Weg gefunden, wo ich immer sagte, ja, ich meine, als Friedrich Nowotny Intendant des WDR war und sagte, Herr Wickert, wir möchten vorschlagen, dass Sie der Nachfolger von Hans-Jahn Friedrichs als Tagesthemenmoderator werden. Da habe ich gesagt, das will ich gar nicht. Guckt er mich an, wie, das wollen Sie? Was wollen Sie denn? Ich, wissen Sie, mich interessiert der Blick auf die Macht. Also ich würde gerne das machen, was Sie früher gemacht haben, Studio Bonn leiten. Das würde mich faszinieren, weil da kriege ich das Funktionieren von Macht mit. Er sagte, da ist doch aber einer. Naja, habe ich gesagt, dann mache ich ihm die Tagesthemen. Dann hat er 2 Jahre später, als dann der Platz frei wurde, hat er mir das angeboten. Da habe ich gesagt, jetzt bin ich seit 2 Jahren bei den Tagesthemen. Jetzt fangen die Zuschauer an, sich gerade an mich zu gewöhnen. Jetzt kann ich da nicht wieder weggehen. Verstehe ich. Aber Sie waren ja davor, waren Sie Auslandskorrespondent, ja. Waren New York, waren in Paris, Washington. Und ich stelle mir das ja, du hast erst schon das Wort Freiheit gesagt, sehr frei vor. Man kann so machen, man guckt, was interessiert einen, kann auch jemanden eine Doku andrehen, der gar keine Kostenstelle hatte. und wenn ich dann höre Tagesthemen, ich kenne das ein bisschen von der Linda Zervakis bei der Tagesschau, aber es ist ja eigentlich sehr fest, sehr starr. Und also zumindest in meiner Beobachtung, ich sehe auf der einen Seite, sehe ich einen jüngeren Ulrich Wickert durch New York pesen oder Paris und so seine Sachen machen, seine Beiträge drehen, aber dann eben diese feste Zeit, der blaue Hintergrund, guten Abend meine Damen und Herren. Aber weißt du, das ist das, was du siehst. Ich habe das 15 Jahre mit großem Vergnügen gemacht. War es nicht eine sehr große Umstellung? Lass es mich dir kurz erklären. Es war eine Riesenumstellung, weil ich mir das nicht zugemutet habe, ob ich das kann. Ich wusste nicht, weil ich habe mal irgendwelche kleinen Sachen mal moderiert, aber so was Regelmäßiges und so eine Sendung, ob ich das moderieren könnte. Ich habe keine Ahnung, der Hans-Johann Friedrichs, mit dem ich eng befreundet war, der sagte, kannst du das? Der hatte mich auch vorgeschlagen. Dann habe ich bin ich von Paris gekommen, wo ich eben Korrespondent war, habe mir da Tagesthemen mal angeguckt, habe mir mal seine Moderation eines Tages mitgenommen und habe mich ins Studio in Paris gesetzt und habe diese Moderation moderiert. Mhm. Und es war schrecklich. Es war furchtbar. Es wirkte entsetzt. Es waren seine Texte. Das war sein Duktus. Das ging gar nicht. Ich merkte, du musst selber schreiben, weil du hast einen anderen Duktus drauf. Da habe ich gesagt, okay, dann versuchst du das mal. Und es ist natürlich ein, wie ich finde, schon ein Goldklumpen, den man bekommt. Ja, so Glück, wenn man sagt, du darfst Tagesthemen moderieren. Und ich brauchte sicherlich erstmal ein halbes Jahr, um mich da wohl zu fühlen, weil man musste sich dann einarbeiten. Ich habe den ersten 2, 3, 4 Wochen jeden Abend den Hans-Johann Friedrichs angerufen nach der Sendung und gesagt, Hans, was kann ich anders machen? Einfach sozusagen als Trainer den benutzt. Und du sagst jetzt, du bist auch eine. Jetzt bin ich auch zur Respektperson geworden. Genau, sage ich auch zu dir. Es ist zwar immer derselbe Ablauf, aber es ist immer ein anderer Inhalt. Und das Kämpfen um einen guten Inhalt, das ist spannend gewesen, dass man auch sagt, Mensch, man plant ja nicht nur für den Tag, sondern man plant auch weit voraus oder so weiter. Dass man sagt, man müsste das mal angehen, man müsste das mal angehen. Und wir haben wirklich auch Dinge bewegt. Ich will dir ein Beispiel sagen. Ich lese immer, auch heute noch, immer Le Monde und das, was Herald Tribune hieß und jetzt New York Times heißt. Und in der Herald Tribune waren lange Artikel immer über den Bürgerkrieg im Darfur. Mhm. Deswegen auch, weil sich amerikanische Schauspieler eingesetzt haben. Ich glaube, George Clooney auch. Ne? George Clooney. Ja. Und ich lese das, in der deutschen Presse fand nichts statt. Dann habe ich gesagt, wir müssen da mal hin. Wir haben einen Korrespondenten in Kenia. Wir schicken den hin. Und jetzt planen wir Folgendes. Der
wir machen 3 Tage hintereinander, muss der berichten. Ja, damit es auch eine Wirkung hat. Und wir machen 3 Tage hintereinander immer ein Gespräch mit irgendjemand dann. Also im ersten Tag Gespräch mit ihm, mit dem Korrespondenten. Mhm. Zweiten Tag Gespräch mit, ich glaube, Gerhard Baum, der damals Menschenrechtsbeauftragter der UNO war. Und Georg Baum ist eine Autorität. Am dritten Tag ein Interview mit der Entwicklungsministerin. So, und das hatte eine irre Wirkung. Mich rief am zweiten Tag der Chefredakteur des Welt am Sonntag an. Ihr habt doch da einen Korrespondenten, kann der für uns was schreiben? Das heißt, dadurch, dass wir das so geballt gemacht haben, ist das Thema in die deutsche Presse gekommen. Und das ist etwas, wo man sagt, Mensch, schön, dass man hier einfach auch das Medium benutzen kann, um aufzuklären. Ich meine, mein Verständnis von Journalismus ist aufklären. Wie man darauf reagiert und wie man das interpretiert, das ist eine Sache desjenigen, der zuschaut, der wahrnimmt. Aber aufklären bedeutet erstmal Fakten liefern, die die Leute vielleicht gar nicht kennen. Und das, und dann gab es aber auch Geschichten, wo ich einfach gesagt habe, man muss auch in einer Sendung wie den Tagesthemen Witz reinbringen. Späßchen. Späßchen, ja, aber. Die Mutter, da kommt die Mutter, die rheinische Frohnatur. Ja, wahrscheinlich. Na, ich habe, als ich Korrespondent war in Paris, auch immer ein paar sehr lustige Glossen gemacht. Also das lag mir schon. Und jetzt ein Beispiel. Gerhard Schröder ist jetzt gewählt und man weiß, der wird Kanzler, er war noch nicht Kanzler, aber er wird Kanzler, fährt zu seinem Antrittsbesuch nach Frankreich, nach Paris, wie man es macht. Und da hatte man ihm gesagt, er sei ein Rilke-Fan und der Rodin war ein Freund von Rilke und wir können in das ehemalige Atelier von Rodin gehen und dann ist er da und guckt sich das alles an und der Tag war Herbstanfang. Und irgendjemand sagt, Rilke Herbst, Herr, es ist weit. Ja, er kann das. Und er trägt das gesamte Gedicht vor. Das kriege ich über dpa, dass er das gemacht hat. Ich rufe unsere Korrespondentin damals an, Sonja Mikic. Ich sage, Sonja, habt ihr das aufgenommen? Haben wir aufgenommen, das ganze Gedicht. Ich sage, pass auf, du fängst deinen Beitrag mit dem zweiten Vers an, mit der zweiten Strophe. Ich fange an zu moderieren, ich sage, meine Damen und Herren, heute ist Herbstanfang und da gibt es auch dieses schöne Gedicht von Rilke, wer kann es? Ach, das fängt doch an und ich sage die erste Strophe und sage, wer kann die zweite? Schnitt, Schröder, der Bericht über Schröder in Berlin. Und dann kommt ein kurzes Gedicht, wie er die beiden weiteren Strophen sagt. Und ich finde das einfach witzig. Total witzig. Ja, es sagt aber auch was über Schröder aus, über den Kanzler oder so weiter. Das sagt alles, ja. So, und ich finde, das muss möglich sein. Das darf nicht nur sein, dass man, das ist das, heute passiert, Punkt. Sondern man muss es verpacken. Es muss Spaß machen. Aber wie hast du deinen persönlichen Freiheitsdrang, den du, glaube ich, mit all den Sachen, die du bis zu den Tagesthemen gemacht hast oder machen konntest, wie hast du den zusammengekriegt mit diesen, zum einen festeren Ablauf, ein fester Ort und natürlich auch eine ganz andere Popularität. Also wie ging das? Also ich stelle mir das auch als einen Konflikt vor. Das sind 5 Fragen in einer. Mhm. Erstens, ich hatte ja immer eine Woche frei, wenn Sabine Christiansen moderierte zum Beispiel. So, in der Woche konnte ich verreisen, konnte ich Buch schreiben, was ich dann gemacht habe. Ich habe ja 4 Bücher geschrieben. Also da war ich frei, da konnte ich nach Paris fahren und so weiter und so fort. Also da hatte ich wirklich eine Woche frei. Das war das eine. Das zweite, dass mir der Rhythmus nichts ausmachte. Ob ich jetzt in Paris im Studio sitze von morgens 9:30 bis die Sendung vorbei ist, ist auch ein Tag. Gut, dann drehst du vielleicht mal, aber ist kein Problem. Das Problem war die Popularität. Weil damit muss man lernen, umzugehen. Und das hat bei mir ganz lange Zeit immer so gesagt, die Leute meinen nicht dich, sondern die meinen die Figur, die sie im Fernsehen sehen. Und das muss man sich selbst sagen. Manche Leute glauben ja,
sie seien gemeint. Nein, sie sind nicht gemeint. Sie sind die Person, in die der Zuschauer etwas interpretiert. Ja. Und deswegen hatte ich immer Probleme, wenn mich auf der Straße jemand ansprach, ach, Herr Wickert und so, und ich dann vielleicht ein bisschen abwesend, muffig war, weil ich weiß, der meint doch nicht mich, der meint doch diesen Avatar im Fernsehen. Mhm. Bis meine Frau zu mir immer sagte, sei doch freundlich, die meinen es doch nur nett mit dir. Jetzt bin ich auch nett. Dein Vorgänger hat ja diesen Leitspruch geprägt, dass man sich nicht gemein machen sollte mit einer Sache als Journalist, auch nicht mit einer guten. Hans-Joachim Friedrichs. Und das ist von ganz vielen Leuten falsch interpretiert worden. Damit will er meinen, wenn ich einen Bericht mache, sage zum Beispiel, ich nehme jetzt mal etwas aus der Vergangenheit. In Polen gibt es eine Bewegung Solidarność. Die Art, also wie ich darauf eingehe, wie ich diese Meldung verbreite, die verbreite ich, ohne dass ich mich mit Solidarność eins mache. Sondern ich verbreite es so, dass ich die Fakten verbreite. Punkt. Mhm. Das meint er damit. Ja, das verstehe ich auch. Nicht? Ja, ich hab's auch. Das ist auch richtig so. Also das zu sagen, ich darf gewisse Dinge gar nicht mehr, ich darf mich für etwas nicht einsetzen, das ist Quatsch. Ne? Gibt es einen Leitspruch, den du hattest, einen journalistischen, der dir geholfen hat? Als ich nach Paris ging, das war sehr lustig, ich wurde, als es hieß, also Sie gehen jetzt als Korrespondent nach Paris, als zweiter Mann im Studio, da bin ich zum Chefredakteur gegangen und sagte zu ihm, ja, können wir mal darüber reden. Ich sagte, was sind Sie noch? Hier sind Sie noch nicht in Paris. Ich erwarte, dass Sie nach Paris. Ich sage, ja, ich wollte mal über meine Aufgabe da sprechen. Jetzt fahren Sie schon los. Okay, musste ich mir selber Gedanken machen, was meine Aufgabe da sein würde. Denn ich war der Meinung, ich kann jetzt nicht nach Frankreich fahren und sagen, die Franzosen sind alle anders als wir. Sondern ich habe gesagt, wenn, dann muss ich da hingehen und sagen, warum sie anders sind als wir. Und das war für mich ganz wichtig, wo immer ich war, dass ich gesagt habe, warum ist da etwas so, dass ich also auch in Frankreich mich als Anthropologe verstanden habe. Also nicht zu sagen, das ist so und so, sondern also warum ist das so und so. Mhm. Weil das ist eben die Frage der Aufklärung. Also ich bin ein großer Anhänger der Aufklärung, wie Kant sie sieht. Das heißt, man sollte die Vernunft walten lassen. Mir ist es auch in Amerika so gewesen, als ich Korrespondent in New York war. Das war Ronald Reagan, war Präsident. Und ich sagte immer, die Deutschen verstehen nicht, was der amerikanische Traum von Freiheit ist. Das ist was ganz anderes als bei uns. Der hat mit der Geschichte zu tun. Und dann habe ich gesagt, ich werde jetzt mal einen Bericht machen, einen Weltspiegelbericht oder sowas, über den amerikanischen Traum von Freiheit, und den kann man nur im Westen machen. Also habe ich, den kann man nicht an der Ostküste machen. Also habe ich gesucht und dann habe ich einen Ort gefunden, der Cody in Wyoming hat. Also das ist schon da hinten, wo den Rocky Mountains sind, wo es die großen Weiten gibt und all sowas, wo die Büffelherden damals, Bisonherden rumgelaufen sind. Cody, Wyoming, bin ich also dahin gefahren, ein Ort, der auch heute etwa nur 3000 Einwohner hat, ist gegründet worden von Bill Cody. Das war der Name von Buffalo Bill. Und Buffalo Bill hat da für seine Tochter das Hotel The Irma gebaut, und das gibt es immer noch. Und da habe ich dann übernachtet. Da habe ich die Enkel von Buffalo Bill kennengelernt, die beide da wohnten. Und der eine, der hatte auch dann so das Bärtchen wie Buffalo Bill. Und da haben wir ein Porträt dieses Ortes und des Denkens der Leute da gemacht. Und zum Beispiel mal geredet mit dem Sheriff. Da sagt der Sheriff, hier darf jeder bewaffnet rumlaufen, wenn er will. Das ist einfach gar keine Frage. Mhm. Denn das gehört so zu unserem Selbstverständnis. Das steht in der Verfassung. Dann frage ich einen der Buffalo Bill Enkel, wie ist das denn hier so mit Schießereien oder, ach, sagt er, hier passiert nie was. Also wenn hier mal ein Mord passiert, das kommt nie vor Gericht, das haben wir vorher erledigt. Also wo ziemlich klar war, was das war. Dann haben die uns dann alles vorgeführt, wunderbar. Dann haben sie ein Square Dance im Town Hall gemacht und mich auf die Bühne gebeten und haben zu mir gesagt, lieber Freund aus Deutschland, stell dich da hinten mal in die Ecke.
hier kriegst du einen neuen Cowboyhut aufgesetzt, den schießt dir von der anderen Seite einer vom Kopf, dann kannst du ihn behalten. Ich hatte so eine Angst, dass ich es nicht gemacht hat. Kam ein Mädchen aufgesetzt, schießt er dir den Hut vom Kopf. Nee. So, da war, wurde plötzlich klar, was Freiheit für die ist, ja. Das ist immer noch das Erkämpfen, ja, des Wilden Westens. Das war mir wichtig, dass ich zeigen will, so denken die. Das sind nicht nur Waffennarre, sondern nein, das hat der, das, darum ist das so. Darum ist das so. Mhm. Und die sagen ja auch, also Polizei darf bewaffnet sein. Die Polizei ist Diener des Bürgers. Wenn der Diener bewaffnet sein darf, darf der Bürger doch auch erst recht bewaffnet sein. Um diese Dinge zu vermitteln, das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Also für mich ist Journalismus Aufklärung. Liest du immer noch 6 Tageszeitungen am Tag? Ich lese also nicht ganz 6. Also ich lese Hamburger Abendblatt, ich lese Le Monde, ich lese die FAZ, ich lese die Deutsche Zeitung, ich lese die New York Times. Aber dazu kommen natürlich Magazine. Ich lese auch den Figaro noch, den lese ich online. Und dann kommen die Magazine, natürlich die deutschen Magazine oder die Zeit. Aber dann habe ich auch Le Point, das ist so ein Wochenmagazin aus Paris und The New Yorker. Mhm. Dieses wunderbare Magazin. Ja. Großartig und tolle Sachen. Und wie schaust du da drauf, wenn du das jetzt so liest? Also ich habe letzte Woche, glaube ich, war das, habe ich einen Podcast gehört, Markus Lanz und Richard David Precht, und die sprachen über den Alarmismus, also dass sie in den Medien wahrnehmen, dass es einen Alarmismus gibt, eine Krise stapelt die nächste und so weiter und so fort, große Ausrufezeichen, große Überschriften immer. Wie schaust, nicht immer, aber immer öfters, wie schaust du da drauf? Also, es gibt Zeiten, wo die Presse natürlich immer die Dinge hervorhebt, wo man sagt, das ist jetzt das große, wichtige Thema. Und das hat es immer gegeben. Also es ist nicht so, dass das jetzt heute neu ist. Bei Markus Lanz würde ich sagen, er trägt dazu ja bei. Auf jeden Fall. Mit seiner Sendung. 100%. Nicht? Und Precht ja mit seinen Aussagen manchmal auch. Also insofern haben die wahrscheinlich über sich selbst geredet. Es ist so, dass es mir manchmal auch zu viel Alarmismus ist und dadurch andere Themen zu kurz kommen, wo wir ja schon vorhin darüber geredet haben. Über die Bildung zum Beispiel. Über die Bildung zum Beispiel. Das wird meines Erachtens viel zu wenig gemacht. Oder über die Problematik der Infrastruktur in Deutschland oder das absolut mangelnde, die mangelnde Ausrüstung im Digitalen und nicht nur für uns selber. Ich meine, es gibt ganze Ecken in Deutschland, wo man kein Netz hat. Also hier teilweise, mitten in Berlin. Ist doch abenteuerlich, aber absolut. Dass dann auch die Ämter noch mit Fax arbeiten oder sowas. Es tut einem wirklich leid. Und ich finde. Da habt ihr es in Hamburg besser als in Berlin. Ja, aber auch nicht viel. Mhm. Aber da bin ich der Meinung, das müsste eigentlich auch mehr in der Öffentlichkeit diskutiert werden, denn dann gibt es vielleicht ein bisschen mehr Druck auf die Politik, die dafür zuständig ist. Und wie schaffst du das, Optimist zu bleiben? Also mit all dem, was. Das ist in meinen Genen. Das ist in meinen Genen. Da muss ich nichts tun. Das bleibt einfach. Es bleibt so. Der ist immer gut hier. Der ist immer noch gut, ja. Ja, das ist das. Und du hast erst gesagt, dass dich interessiert und interessiert hat, wie Macht funktioniert. Ja. Warum zum einen, stelle ich erstmal die erste Frage, warum interessiert dich das so sehr? Also ich finde das deswegen interessant, weil es ja sehr viel über eine Gesellschaft sagt. Also meine Krimis, die ich immer schreibe, die spielt ja immer in Frankreich. Haben viel mit Macht auch zu tun. Und sie haben ganz viel mit Macht zu tun. Ja. Und deswegen habe ich ja auch eine Hauptfigur, den Untersuchungsrichter Jacques Ricou. Der hat deswegen sehr viel Macht, weil der als Figur in Frankreich von Napoleon eingeführt worden ist. Dem darf keiner eine Verweisung geben. Der kann verhaften lassen, was er will. Der kann durchsuchen lassen, was er will. Der kann eben auch die ganz Mächtigen vorladen. Und das tut der auch. Also der ist sozusagen derjenige, der eine Gegenmacht ist zu den Mächtigen. Und das finde ich ganz spannend, einfach da mal aufzudröseln. Und insofern finde ich politische Macht, wie Macht funktioniert, spannend, weil man sieht, wie
wie geht das? Wer macht da was? Wer hat den Einfluss? Also das sehen wir doch mal. Welchen Einfluss hat zum Beispiel Herr Mützenich? Der hat viel mehr Einfluss, als in der Zeitung steht. Ja, so. Und manchmal gibt es so Leute, wo ich mir sage, Mensch, die Merkel, warum hat die Merkel nie auf den Macron mit seiner Rede in der Sorbonne zu Europa geantwortet? Was hat er gesagt? Der hat sozusagen gesagt, mit Deutschland zusammen wollen wir Franzosen Europa weiterbringen. Mhm. Also ein unglaublich wichtiges Statement, das vorher auch, seine Rede hat vorher auch im Kanzleramt gelegen. Und keiner hat jeder drauf geantwortet. Und da bis ich dann erfuhr, dass es in der Fraktion, in der CDU-Fraktion, ein paar Leute gab, die einfach an der Führung der Fraktion, die dieses Deutsch-Französische ein bisschen gebremst haben. Und das finde ich sehr spannend. Weil wenn man das mitkriegt, dann kann man sagen, kann man dagegenhalten? Muss man das nicht entlarven? Mhm. Also insofern ist das spannend. Hast du über deine eigene Macht dir Gedanken gemacht? Weniger. Und welche Gedanken hattest du in den wenigen Gedanken darüber? Ich habe als erstes immer gesagt, ich mache mir keine Gedanken über die Macht, die ich habe, weil ich möchte aufklären. Wenn ich aufklären will, dann will ich nicht den Leuten etwas aufzwingen. Das Zweite ist aber, dass ich gemerkt habe, dass es etwas bewirken kann. Wir haben vorhin über davor gesprochen. Genau. Mhm. Und wenn wir jetzt das Buch nehmen, Der Ehrlich ist der Dumme. Es hat unglaublich viel bewirkt. Es hat das viel bewirkt, dass sehr viele Bücher zu dem Thema Werte in der Gesellschaft erschienen sind. Selbst Helmut Schmidt hat mir 2 Jahre, nachdem dieses Buch erschienen war und immer noch in den Bestsellerlisten war, Brief geschrieben, ob wir uns mal unterhalten könnten. Er wolle auch zum Thema was schreiben. Mhm. Politik und Moral. Und dann habe ich in seinem Büro angerufen und gesagt, natürlich, ja, wo soll das Gespräch stattfinden? Jetzt hätte ich sagen können, soll mal bei mir vorbeikommen, mein kleines Büro. Nein, ich komme zu ihm. So, dann kam ich zu ihm und er hat es unglaublich vorbereitet, mein Buch gelesen, Fragen, alles Pickepolle. Und dann fing er an, das Gespräch, und nach einer Stunde sagte ich, Herr Schmidt, bei dem durfte man nicht Bundeskanzler sagen, bei Kohl musste man bis zum Schluss immer sagen, Herr Bundeskanzler, bei Schmidt nicht, weil er sagte, ich bin's nicht mehr. Punkt. Also sagte ich, Herr Schmidt, Sie haben, nein, bleiben Sie hier, ich habe noch ein paar Fragen. Und dann haben wir dann noch eine weitere Stunde geredet, und dann hat er auch sein Buch geschrieben darüber. Das heißt, er ist angeregt worden dadurch, dass ich das Thema aufgenommen habe und er gemerkt hat, es ist ein gesellschaftliches Thema. Ich habe vor 20 Also gar nicht so sehr ganz kurz, also gar nicht so sehr sagen, ich nutze hier meine Macht, Nein. Sondern sie ist passiert, und du hast dadurch, wenn du gemerkt hast, daraus entsteht etwas Gutes, hast du das unterstützt. Ja, dann finde ich das doch wunderbar, aber ich hatte einfach das Gefühl, das ist ein wichtiges Thema, und ich bin immer noch der Meinung, es ist ein wichtiges Thema. Deswegen habe ich dann auch mal gesagt, ich sitze gerade dabei, nachdem ich jetzt den Krimi fertig habe, sitze ich dabei, ein Buch zu schreiben, Politik für junge Menschen. Ich habe aber schon mal vor 20 Jahren ein Buch herausgegeben, Ihr seid die Macht, Politik für die nächste Generation. Das hat sich, war ein Bestseller, 80.000 Mal verkauft. Es gibt mehrere Leute, die mich angesprochen haben, 15 Jahre später. Ach, ich habe das damals gelesen, das hat bei mir das und das bewirkt. Und ich habe, letztens hat Herr Lindner mir einen netten Brief geschrieben, und dann schrieb er da rein, und nicht vergessen, der Ehrlich ist der Dumme. Und dann habe ich gesagt, Herr Lindner, ich weiß, dass Sie noch ein zweites Buch von mir gelesen haben, und habe ihm eine Kopie eines Briefes geschickt. Und zwar, als dieses Buch Ihr seid die Macht erschienen war, bekam ich auch sehr viel Post, und da schrieb mir einer, sehr geehrter Herr Wickert, ich bin der jüngste Abgeordnete bei uns im Landtag und habe Ihr Buch gelesen, und das finde ich ganz interessant. Und ich habe sofort 2 Initiativen, Gesetzesinitiativen, die ich hier anhänge, gemacht, und zwar, wie junge Leute mehr Mitspracherecht in Kommunen haben, unterschrieben Christian Lindner. Ja. Da sage ich mir, ich habe das geschrieben, weil ich aufklären will.
Und wenn ich solche Reaktionen sehe, dann sehe ich, es wirkt. Absolut. Also auf jeden Fall erstmal interessant oder bemerkenswert, dass du dir so eine alten Briefe aufhebst. Also du hast scheinbar ein sehr gutes Archiv, kann ich mir vorstellen. Also ich habe den Brief lange vergessen gehabt und jetzt habe ich mal mein Archiv gesäubert und dann fand ich den Brief wieder. Du hast erst gesagt, dass du, also gerade bei deinen journalistischen Beiträgen für Monitor, dass du, oder auch bei den Tagesthemen hast du es auch gesagt, dass du eigentlich nach dem Interesse gegangen bist, was dich interessiert und dann bist du dem nachgegangen und ganz oft hat es auch geklappt. Welche Rolle spielt Zuspruch bei den Sachen oder wie etwas funktioniert? Also so, wir reden jetzt wirklich von ganz klassischen Zahlen. Du hast gerade gesagt, Bestseller 80.000 verkauft. Wie beeinflusst das deine Kreativität, dein Machen? Zum ersten Mal nicht, weil ich nur Dinge mache, die ich machen möchte. Also es ist nicht so, wenn jemand sagt, Herr Wickert, ich habe das sogar den Fall gehabt, Herr Wickert, Sie machen ein Kochbuch, Sie hat mir wahnsinnig viel Geld geboten. Mhm. Sie brauchen es auch nicht zu schreiben. Sehr gut. Mache ich. Ich würde es machen. Nein. Nein. Doch. Das fand ich einfach zu blöd. Was habe ich mit Kochen zu tun? Ich hätte mir davon, ich glaube, ein halbes Häuschen kaufen können. So viel Geld hatte der mir dafür geboten. Aber nein, das ist Quatsch. Mhm. Ich mache aber auch kleine Bücher gemacht, weil das Thema mich interessiert. Dieses Buch, Ihr seid die Macht, das habe ich geschrieben, weil mir eine Verlegerin gesagt hat, ich mache Bücher für junge Leute. Und habe ich gesagt, okay, und könnten Sie denn zum Thema Macht was machen, Politik machen? Dann habe ich das gemacht. Und jetzt mache ich auch dieses Buch, wobei ich ausgehe, das wird keine riesen Bestseller werden, sondern ich finde es wichtig, dass man für junge Leute so ein Buch macht. Deswegen mache ich das. Ich glaube, das wird ein Bestseller. Kann man damit abschließen. Aber zum Beispiel Krimi. Bevor ich irgendein Buch geschrieben habe, wollte ich immer schon Krimis schreiben. Das war für mich so ein Traum. Und dann habe ich endlich, es hat ewig gedauert, bis ich den ersten geschrieben habe, mit dem ich ein Riesenglück gehabt habe, weil Schirmacher, damals Chef des Feuilletons bei der FAZ, hat gleich das erste Kapitel im Feuilleton abgedruckt. Und das Buch war ab so das, ist so gut gelaufen, dass mir der Verlag gleich sagte, Herr Wickert, Sie müssen sofort einen zweiten schreiben. Ich sagte, hören Sie mal, ich habe ja gar keine Geschichte. Und vor allen Dingen, du warst damals noch Tagesthemen-Moderator. Ja, mit einer Woche frei im Monat. Kann man schon machen. Ja, ja. Hatte ja den anderen auch geschrieben. Hatte in der Zeit ja wahnsinnig viele Bücher immer geschrieben. Wahnsinn. Auch über Frankreich und sowas. Ja, weil mich das beschäftigt hat, weil das mich interessiert. Weil ich sagte, ach, damit muss man sich dann mal befassen. Ja, weil wir ja ganz am Anfang über Nichtstun auch gesprochen haben. Ja, aber das ist doch so, ich sage immer, ich kann nicht Golf spielen, dann muss ich Bücher schreiben. Ja, also ich Gott sei Dank. Ich will dir noch ein Beispiel geben. In Frankreich habe ich gelesen L'Identité de la France, also die Identität Frankreich, geschrieben von einem der wichtigsten Historiker des letzten Jahrhunderts, Fernand Braudel. Und da habe ich ganz viel gelernt aus diesem Buch über Frankreich. Der beschildert auch die französische Großfamilie und das hat mich so fasziniert. Da habe ich so viel gelernt, dass ich einen Dokumentarfilm über die französische Großfamilie gemacht habe. 45 Minuten. So, und jetzt bin ich bei den Tagesthemen und jetzt ist 3. Oktober und ich bin zur Feier eingeladen und der Bundespräsident Roman Herzog sagt, also jeder Mensch hat seine Identität, aber mir konnte noch nie jemand erklären, was eine nationale Identität ist, die gibt's gar nicht. Mhm. Ich sage, jetzt schreibt einer drei Bände darüber, der andere sagt, das gibt's nicht. Also habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, warum leugnet der eine etwas, was der andere sagt. Gut, ich habe daraus ein Buch zu schreiben, identifiziert euch, warum wir ein neues Heimatgefühl brauchen. Weil Heimat etwas ganz Wichtiges ist, was wir den Rechten nicht überlassen dürfen. Ja. Weil es ein Gefühl ist, das jeder Mensch hat und nicht nur Rechtsradikale haben. Und haben darf. Haben darf. Aber das ist auch wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht. Und dann, warum? Und ich sage, wir müssen uns mit unserer Gemeinschaft identifizieren. Damit wir A, zu ihr stehen. Ja. Das hat dann dazu geführt, dass ich dieses Buch geschrieben habe, wobei ich nicht gedacht weiß,
wer kauft das? Sondern mir geht es darum, ich will mich mit dem Thema beschäftigen. Ich habe da das Glück, dass es dann Leute kaufen. Aber da ist es mir auch egal, wie viele es sind, sondern ich habe selber etwas gelernt durch die Beschäftigung mit dem Thema. Verstehe ich. Wir müssen mal ganz kurz Pause machen, weil ich habe von draußen gerade gehört, dass es eine technische Frage gibt. Um Gottes Willen, ich muss weg. Du musst jetzt schon weg? Ganz dringend, um Gott, und zwar ganz schnell. Ich bin um 2 verabredet. Ich muss absolut weg. Oh Gott, ruf mir ein Taxi bitte. Oh Gott, hui, das war mal ein sehr, sehr abruptes Ende. Also ich wusste erstmal gar nicht in dem Moment, was soll ich jetzt sagen? Soll ich ihn versuchen nochmal zurückzubringen, damit wir noch 5 Minuten machen und den Podcast zu Ende aufnehmen können? Das war nicht möglich. Uli musste wirklich ganz, ganz dringend weg. Er hatte einen sehr, sehr wichtigen Termin. Ich bin dann erstmal in Urlaub gefahren, bin an die Ostsee gefahren, Uli zu seinem Termin und dann nach Hamburg und wir haben nochmal geschrieben. Und dann ist er nochmal gekommen, ein paar Tage später am Samstag haben wir uns nochmal getroffen. Bevor es diesen Teil gibt, nochmal eine letzte Werbeunterbrechung. Wir wurden ja so ein bisschen unterbrochen, weil du am Montag... tut mir leid. Du musstest weg. Ja, ich wusste nicht, dass es so lang dauert bei dir. Ich dachte, wir sind längst irgendwann durch und plötzlich auf die Uhr und sagen, oh Gott, will ich... Ich muss los. Du bist auch wirklich rausgerannt. Also das war die schönste Unterbrechung, die ich bis jetzt hier hatte. Und ich bin wirklich nur 3 Minuten zu spät gekommen. Das kannst du, glaube ich, nicht leiden, habe ich schon gedacht. Zu spät kommen, das ist... Das hat aber auch damit zu tun, dass die Tagesschau und die Tagesthemen, die fangen Punkt an. Ja, natürlich. So, und das habe ich mir angewöhnt. Und das Verrückte war zum Beispiel, ich erinnere mich, dass bei den Tagesthemen dann begann die Konferenz, die Morgenskonferenz, Planungskonferenz, ich glaube um 11.30 Uhr. Und um 11.30 Uhr saßen alle da, nur 2 oder 3 kamen ein paar Minuten später. Das waren die Planer. Das heißt, die hatten das Wissen, das jetzt da diskutiert wird, hatten die bei sich und sagten, oh ja, wir kommen ein bisschen. Und irgendwann habe ich sehr streng die angegangen und habe gesagt, pass mal auf, ich finde das nicht gut, weil ihr respektiert uns nicht. Ihr habt's Wissen und dann kommt er angedattelt und wir sitzen hier und warten. Ja. Und ich finde, das ist doch eine Frage des Respekts den anderen gegenüber. Und er hat gewirkt. Fand ich ganz schön. Ich finde, wenn man allein auf jemanden wartet, finde ich es überhaupt nie schlimm. Also wenn ich allein bin und jemand kommt zu spät, mag ich das total, weil ich denke immer, das ist so geschenkte Zeit, die hätte ich sonst nicht. Aber wenn man im Raum sitzt mit 8, 10, 20 Leuten, ja, fürchterlich. Aber es ist so, ich versuche bei anderen pünktlich zu sehen. Wenn bei mir einer ein bisschen später kommt, das ist mir egal. Ja, nämlich auch, total. Davon gehe ich eigentlich aus, dass jemand ein bisschen später kommt. Aber ich bin ja nun lange Zeit in Frankreich gewesen. Und wenn du da jemanden einlädst für 8 Uhr abends, dann kommt er um 8:30. Mhm. Oder vielleicht auch um 9:20. Ich habe das deswegen dann so gemacht, wenn ich Deutsche eingeladen habe und Franzosen und vielleicht Amerikaner zum selben Essen, habe ich die Deutschen auf 9:30 eingeladen, die Franzosen auf 7:45 und die Amerikaner auch auf 8:30. Dann kamen die alle immer so ziemlich zur gleichen Zeit. Du hast am Montag ja schon erzählt, dass du Helmut Kohl interviewt hast für Phoenix. Ja. 3 Stunden, gar kein Problem, du rufst ihn an. Ne, und jetzt höre ich, ne, du machst ein Essen in Frankreich und da kommen Leute von überall und ich glaube, du hast ein ziemlich gutes Verhältnis mit vielen Politikern, Politikerinnen, Menschen in verschiedenen Positionen. Ich habe mich gefragt, wo ist für dich so eine Grenze zwischen, du bist ja auch Journalist und dann gibt es ja aber auch Freundschaften. Wie hast du das zusammengekriegt? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich kannte zum Beispiel Schröder aus der Zeit, als er ein ganz normaler Abgeordneter war, als Bonn noch die Hauptstadt war. Und wenn ich in Bonn mal war, dann gehe ich abends in die Kneipe und wen trifft man da? Zum Beispiel Schröder. Und dann quatscht man, dann duzt man sich und so weiter. Und in dem Moment, in dem er Kanzler ist, sage ich, es muss eine Distanz zwischen mir, dem Journalisten, und der Person, die jetzt Kanzler ist, eintreten, weil das darf sozusagen jetzt nicht zu einer Kumpanei werden. Da muss man dann eben sagen, ich muss die Rolle des Journalisten leben, der den Kanzler auch mal ein paar unangenehme Fragen stellen kann. Das muss man dann machen. Also man hat eben in der langen Zeit einfach auch Freundschaften geschlossen zu einer Zeit,
als die anderen nicht in Position war. Ich erinnere mich zum Beispiel an eins, Norbert Blüm, den ich auch aus der Bonner Zeit kannte. Und ich glaube, ich war der. Aus deiner Studienzeit noch? Nein, nein, da soweit doch nicht. Scharping kannte ich aus meiner Studienzeit heraus. Aber ich habe Blüm, den kannte ich, da war er Geschäftsführer bei den CDU-Sozialausschüssen oder sowas. Katzer war damals der Chef. Und ich, das hat er mir immer gesagt, du warst der Erste, der mich überhaupt interviewt hat. Also von Monitor her. Mhm. Also man kannte sich, man duzte sich und der war dann irgendwann, war er dann natürlich auch Minister. Und das bedeutete aber nicht, dass ich jetzt sage, jetzt muss ich ihn sozusagen in seiner Position als Sozialminister dann auch mal gut behandeln, sondern ich habe meinen Job als Journalist gemacht und es ging um die Pflegeversicherung und er war für die Pflegeversicherung, so wie sie jetzt auch ist. Aber in der FDP war Graf Lambsdorff derjenige, der sagte, nein, wir müssen eine aktienbasierte Pflegeversicherung haben, wie es die Norweger haben und wie es jetzt auch Lindner leicht einführt auch. So, also wir haben Tagesthemen, ich mache Interview mit Lambsdorff und der haut natürlich voll auf den Blüm drauf. Nächsten Morgen klingelt bei mir das Telefon in der Sendung, Blüm dran. Wie können Sie das machen, wie können Sie das überhaupt, sind völlig falsch, dieser Mensch und so. Ich springe aus dem Finster und da habe ich gesagt, Norbert, ist nicht schlimm, ich weiß, du wohnst in der ersten Etage. War das Gespräch zu Ende sozusagen. Aber da muss man eben dann sagen, okay, der Journalist muss in dem Öffentlichen der Journalist bleiben. Wir haben gerade von Scharping gesprochen. Scharping kannte ich tatsächlich aus der Zeit des Studiums. Ich hatte in Bonn mein Examen gemacht, war aber in Jura, war aber auch immer beim Institut für politische Bildung gewesen, war da auch Hiwi eine Zeit lang und da hat Scharping angefangen, als ich aufgehört habe. Deswegen kannte ich ihn. So, jetzt wird er eines Tages Verteidigungsminister und hat da eine ziemlich ungute Rolle. Mhm. Und wird auch sehr kritisiert. Er hat auf der, diese Geschichten mit den Fotos, die dann erschienen sind. Das weiß ich gar nicht. Das hat eigentlich zu seinem Abgang geführt. Er hatte dann eine Frau kennengelernt, Frau Pilati, und hat die dann geheiratet, beziehungsweise hat in auf Mallorca für die Bunte Fotos schießen lassen, das verliebte Ehepaar im Swimmingpool oder sowas. Und er war dafür angegriffen worden und hatte da, glaube ich, mehr auf sein Privatleben gesetzt als auf die Bedeutung als Verteidigungsminister, die deswegen wichtig war, weil es die, das deutsche Engagement im Bosnienkrieg gab. Zu der Zeit. Mhm. Zu der Zeit. Und er sollte nach Bosnien fliegen. Ich hatte aber aus Informationen aus Berlin gehört, er fliegt abends nach Mallorca zu seiner Frau, ich weiß nicht, ob die verheiratet war oder Freundin oder wo er gerade überall groß sozusagen in den Zeitungen war und fliegt am nächsten Morgen dann nach Bosnien. Da sagt man sich, ist alles mit natürlich Maschinen der Luftwaffe. Ich habe aber, bevor er nach aus Berlin abflog, sagen wir mal, und die meisten Leute gar nicht wussten, dass er nicht nach Bosnien fliegt, sondern nach Mallorca, habe ich ihm im Tagesthemen-Interview gefragt. Er hat das dann auch bestätigt. Es hat dann aber ziemlich schnell dazu geführt, dass er seinen Job los war. Er hat mich dann irgendwann mal beschimpft. Du bist auch mit Schuld daran, dass ich da nicht mehr bin. Ist das aber etwas, was du angesprochen hast auch? Ich meine, die Frage ist ja immer, in welcher Pflicht steht man zueinander, wenn man Freund ist?
auch. Und manchmal ändern sich Rollen. Ich kenne das auch als Chef. Dann ist man mit manchen eher näher dran, sozusagen hat ein freundschaftliches Verhältnis. Aber dann gibt es auch Chefentscheidungen. Dann vermischen sich so Rollen. Und die anderen wissen aber vielleicht gar nicht so, in welcher Rolle spricht denn der jetzt eigentlich. Ich dachte, er ist mein Freund. Hat er wahrscheinlich auch gedacht. Ist das etwas, was du klar gemacht hast? Also das muss er eigentlich wissen. Das muss jemand, so jemand wissen. Mhm. Ich glaube, die schwierigste Situation, in der ich mal war, ich war mit Günter Grass sehr befreundet. Ja. Über lange Zeit. Und dann wurde er stark angegriffen wegen eines Buches, das er, in dem er geschildert hat, dass er als 15-, 16-Jähriger bei der Waffen-SS eingezogen worden war. Er hat immer klar gemacht, dass er als Pimpf ein begeisterter Nazi war und hat es auch erklärt. Und jetzt schreibt er da etwas, was er meint, gehört zu seiner Biografie. Mhm. Und ist nichts Neues. Aber er wurde dann unglaublich angegriffen wie, der hier, der war bei der, nicht Waffen-SS, sondern alle Leute haben natürlich damit gemeint SS. Und der war in den letzten Kriegsmonaten war der ein hilfloser, kaum ausgebildeter junger Soldat. Teenager. Also, Teenager, ne? Mhm. Kindersoldat. Ja. Und hat auch nichts Wesentliches gemacht und auch so. Und jetzt wurde er unglaublich angegriffen, auch weil die Presse dann meinte, jetzt geben wir dem eine mit. Ich hatte mit ihm ein Halbstunden-Interview verabredet für 6 Wochen später, bevor das Buch schon rausgekommen war. Jetzt kam die Riesenaufregung. Und das Interview sollte dann auch und wurde dann auch abends in der ARD im ersten Programm gesendet. Aber jetzt musste ich das Interview mit ihm machen. Aber ich konnte ja nicht sagen, du, ich verstehe das ja alles und die Leute missverstehen dich. Sondern ich musste das Interview machen, so wie ein Journalist das macht. Und wir waren am Abend, das haben wir in Dänemark gemacht, wo er im Sommer ja häufig auf der Insel Möhnen war. Und waren abends nochmal essen gegangen, vor der Aufnahme. Und jetzt sitzen wir da und ich muss das Interview machen. Und muss ihn so interviewen, dass ich zwar seine Würde nicht verletze, aber indem ich alle Fragen stelle, die man fragen muss, dann als Journalist. Und ich glaube, die ersten 15 Minuten habe ich doch erhöhte Körpertemperatur gehabt, weil ich einfach angespannt war, weil ich gemerkt habe, wie kommst du hin? Ich bin hingekommen, es hat geklappt, es hat die Freundschaft nicht zerstört, sondern es war so wie es hatte sein sollen. Aber das war für mich das wirklich das Allerschwerste. Es gibt Dinge, wo man dann sagen könnte, ich lasse es sein, weil ich zu sehr mit jemand befreundet bin. Das konnte und wollte ich da auch nicht machen. Warum nicht? Ja, weil ich bin Journalist und ich kann jetzt nicht mich daraus mogeln, sondern da muss ich einfach so machen, wie ich es gemacht habe, als Journalist, aber versuchen, die Würde desjenigen, mit dem ich mich unterhalte, zu wahren. Ich habe das Problem, wo wir darüber reden, schon mal gehabt mit Bundespräsident Rau, den ich auch noch aus der Zeit kannte, als er Wissenschaftsminister war in Nordrhein-Westfalen, also ist er auch lange Zeit. Und der war, als er Ministerpräsident war, machte er in Wuppertal manchmal Geburtstagfeste, da fuhr ich dann auch hin. Und ein sehr fröhlicher Mensch. Und der wurde, als er Bundespräsident war, sehr stark angegriffen, wenn ich es jetzt richtig habe, weil er mal im Privat- oder in dem Dienstflugzeug der West-LB, die Nordrhein-Westfalen ja gehört, mitgeflogen ist oder sowas.
Ich habe es jetzt nicht mehr, aber es war so irgendeine Situation. Und jetzt bin ich bei den Tagesthemen und ich bekomme die Nachricht aus dem Hauptstadtstudio. Der Bundespräsident würde mir ein Interview geben zu dieser Sache. Mhm. Ob ich das machen würde, sage ich, das mache ich, das ist klar. Aber unter einer Bedingung habe ich es gesagt, dass ich vorher mit ihm telefonieren darf. Ja? Dann haben wir telefoniert und dann habe ich gesagt, Herr Bundespräsident, wir machen das Interview, aber ich werde Ihnen alle Fragen stellen, die ich Ihnen als Journalist in dieser Sache stellen muss. Und wenn Sie damit einverstanden ist, dann ist dann machen wir das. Und ja, hat er gesagt, ist in Ordnung. Und dann habe ich mich mit 2, 3 vertrauten Kollegen bei den Tagesthemen hingesetzt und wir haben uns überlegt, wie man die Fragen formulieren muss. Weil ich gesagt habe, er ist schließlich auch der Bundespräsident. Also man muss auch das Amt respektieren hier. Und dann haben wir einfach, manchmal ist es ja einfach nur eine Frage der Formulierung. Kann ich sagen, sind Sie damit geflogen? Oder kann ich sagen, was war der Anlass, weswegen oder sowas? Also man will ja oft dieselbe Antwort, aber man will dann nicht jetzt aggressiv zuschlagen. Das kann man machen. Es gibt auch Leute, die einfach gerne aggressiv fragen, weil sie meinen, dann wirken sie als besonders toll. Ich finde immer, die Frage ist nicht wichtig, sondern wichtig ist die Antwort, die ich haben möchte. Ja. Und das Interview haben wir gemacht. Es war von ihm, glaube ich, sehr klug, dieses Interview anzubieten und es dann auch durchzuführen, weil danach war alles geklärt. So, mir wurde nur gesagt, mit im Studio bei der Aufnahme sei seine Frau gewesen und die habe das sehr getroffen. Er hat es als ein Mann aus der Politik genau so gemacht, wie er es machen musste und akzeptiert, dass ich ihn eben so befragt habe. Und das hat unsere Beziehung überhaupt nicht berührt. Bei Günter Grass, da würde ich gerne mal zurückkommen wollen, weil du sagtest ja, es geht darum, die Würde zu behalten. Zu wahren. Zu wahren, genau. Und wie ist dir das gelungen in dem Gespräch? Ich glaube, das ist mir dadurch gelungen, dass ich ganz kurz und sachlich immer die Fragen gestellt habe und so, dass er auch sachlich argumentieren konnte. Also, dass ich nicht emotional gewesen bin in meinen Fragen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich immer versucht habe zu tun. Nicht sozusagen die Frage für wichtig halten, sondern wie kriege ich den anderen dazu, so zu antworten, dass er das sagt, was wir wissen wollen. Bist du in den Gesprächen bewertend gewesen? Nein, ich bin, da darf man auch nicht bewertend sein. Also wenn er oder irgendjemand anders, ne, das will ich dem gar nicht, wenn er etwas sagt, was vielleicht gegen deine Werte ist, also stellen wir uns vor. Kann man das ansprechen. Dann kann man das ansprechen. Dann kann man das ansprechen, aber ich habe immer versucht, nicht bewertend zu sein, sondern der Zuhörer oder Zuschauer, der soll sich sein eigenes Bild machen. Also ich habe es immer gesagt, ich hasse einen Journalismus, wo mir einer sagen will, das und das ist passiert und deswegen musst du so und so denken und so müssen wir. Ich sage, ich möchte Fakten haben, denken kann ich alleine. Mhm. Und du sagtest auch, dass es als Journalist, ja, als Journalist muss ich das fragen, wie unterscheidest du Journalist Ulrich Wickert und Freund Uli Wickert? Naja, dann kann ich ja in dem Moment, in dem ich mit Günter Grass über sein Buch spreche, habe ich ja seine ganze, die Informationen über ihn. Ja. Viel. Und dann kann ich mit ihm darüber reden, sage ich, ich verstehe die Aufregung nicht. Aus den und den Gründen verstehe ich es nicht, weil das wussten wir doch alle. Und das nimmst du dann mit rein? Das im persönlichen Gespräch ja, aber nicht im journalistischen Gespräch. Und warum nicht? Ja, weil ich habe viele persönliche Kenntnisse, ja, die der Zuschauer nicht hat. Mhm. Also insofern muss ich, wenn ich Fragen stelle, mich in die Position des Zuschauers versetzen. Was
weiß er nicht, was möchte er jetzt wissen. Verstehe. Und wie war das danach, also nachdem ihr gesprochen habt, nachdem dieses Gespräch dann ja beruflich war und... Danach waren wir wieder persönlich. Danach wieder Buddies. Was würdest du sagen? Ich habe einen Freund, der ist Mitte 50, Ende 50 und ist schon sehr lange in seiner Branche, ist in der Musikbranche und sagte, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube in diesen ganzen Jahren, in denen ich da bin, habe ich vielleicht 2 Freundschaften, haben sich in dieser Branche gefunden. Wie ist das bei dir? Hast du in dieser Politikwelt, hast du da wirklich Freunde gefunden? Weißt du, in dem Moment, wenn du, sagen wir mal, Anfang 30 bist oder sowas und in der Kneipe stehst mit irgendwelchen Leuten, ob die nun Journalisten sind, Zahnärzte sind oder Politiker sind. Am Anfang spielt das gar keine Rolle. Ist völlig egal. Ja. So, und jetzt hast du die kennengelernt und dann wachsen die in ihren Positionen und du wächst da, wo du bist. Da hast du Freundschaften und das ist dann auch gar kein Problem. Völlig klar, aber irgendwann bist du ja nicht mehr 30 gewesen und warst dann 40 und 50 und warst dann irgendwann natürlich auch Ulrich Wickert, also auch die Person Ulrich Wickert. Ja, das sind dann aber andere Freundschaften, das sind dann einfach auch, wo man sagt, man hat eine freundschaftliche Beziehung und man trifft sich dann auf der Ebene, dass man dasselbe denkt, selben Sachen beurteilt und so weiter und so fort. Aber ich selbst kann mir nicht vorstellen, dass man dann zusammen in Urlaub fährt oder sowas. Mhm. Zumindest hat sich das bei mir nicht so ergeben dann. Was macht dich zu einem guten Freund? Du meinst jetzt... Uli. Das kann ich ja nicht beurteilen, das muss der andere beurteilen. Also ich versuche... für mich ist Freundschaft etwas, was mit Vertrauen zu tun hat, dass man sich gegenseitig bringt, dass man aber nicht natürlich nur Vertrauen, sondern es gehört dazu, einfach, dass man leichte Beziehung hat miteinander, dass man miteinander lachen kann, dass man miteinander sich anregen kann, dass man sagt, komm, lass uns mal das zusammen machen oder jenes zusammen machen. Und was überraschen Menschen, wenn sie dich besser kennenlernen? Weiß nicht. Nein? Weil die wissen ja, dass ich ein lustiger Typ bin. Aber du wirkst ja nach außen super, super entspannt. Also so wie du vor mir sitzt und stimmt das mit deinem Inneren überein? Ich vermute. Ich hoffe es. Also wenn ich in mich hineingucke, bin ich entspannt. Und war das schon immer so oder ich bin jetzt 43 und ich merke, ich werde ein bisschen gelassener. Also ja, so. Mit 43 war ich das schon. Naja, ich glaube, wenn ich jetzt so zurückgehe, gibt natürlich immer wieder mal Momente, wo man dann nicht so entspannt war. Aber wenn ich so grundsätzlich absehe von, gibt natürlich Dinge, wo man angespannt ist immer. Das gab's, klar, aber das sind so dann Sondermomente, würde ich mal sagen. Grundsätzlich war ich eigentlich eher, da bin ich immer noch ein entspannter Mensch, der sagt, das ist immer noch immer YouTube. Da haben wir es wieder. Das immer wieder. Aber dein Lebensmotto haben wir auch, das Lebensmotto ist ja niemals die Lust aus den Augen verlieren. Genau. Und manchmal verstößt man ja gegen die eigenen Regeln. Manchmal denkt man, ich habe doch eigentlich mein Motto, warum habe ich mich denn da nicht dran gehalten? Ich merke das immer noch rechtzeitig. Ja? Ja. Ich habe das jetzt gerade wieder erlebt, wo... Ich habe ja diesen Krimi gerade geschrieben, meinen 7. Ich bin jetzt auf Lesereise und das Buch läuft ja auch wunderbar. Leute finden das alles sehr spannend. Und sitze aber an einem nächsten Projekt, Politik für junge Menschen. Jetzt kriege ich ein Mail von einem anderen Verlag, der sagt, wie wäre es, ich will jetzt nicht sagen, worum es geht, wenn Sie mit dem und dem jetzt ein kleines Büchlein machen würden.
Und da sage ich, ach, das ist aber eine schöne Idee. Ach, das muss ich mal überlegen. Ich kenne den so und so seit Ewigkeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, ein paar Tage später habe ich geschrieben, ich kann mir das vorstellen. Dann haben die das mit dem besprochen und dann sagt, der findet er wunderbar. Und dann habe ich aber nachts gedacht, pass auf, du kannst jetzt das nicht alles machen. Du hast jetzt dieses Buch für junge Leute, Politik für junge Leute in Arbeit. Und das andere kann man zwar hinten anschließen, aber du hast ja auch noch andere Projekte vor. Also habe ich dem zurückgeschrieben, nee, wird doch nichts. Ich muss mich sortieren. Und da hat mich das Lebensmotto eben nachts erwischt, dass ich gesagt habe, das ist zwar schön, aber es nimmt dir zu viel Platz in deinem Leben. Es nimmt dir sozusagen, es macht dir, es bereitet dir Stress. Und das willst du nicht. Du willst Lust haben. Also habe ich abgesagt. Obwohl ich ursprünglich gemeint habe, das wäre eine schöne Sache. Und machst du solche Sachen eher mit dir selbst aus oder ist das etwas, was du mit deiner Frau oder Freunden besprichst? Du, das bespreche ich auch mit meiner Frau, das bespreche ich mit Freunden, das bespreche ich auch mit meiner Verlegerin oder sowas. Also bist nicht so ein, wie nennt man diese Menschen, die für sich so, machen alles mit sich selber eigentlich aus? Nein, ich habe auch gelernt, an andere Leute mal einen Text zu schicken und zu sagen, guck da doch mal rein. Das hat lange gedauert, weil man meint ja immer, man sei so schlau. Dann habe ich mal ein Buch geschrieben, wo es um deutsche Identität geht. Also, und hatte auch sehr lange an dem Thema gearbeitet. Schaffst du es überhaupt? Was heißt es, deutsch sein? Und habe, glaube ich, ein Jahr lang mit Leuten geredet, diskutiert. Und es war mir nicht sozusagen, ich habe es nicht in den Griff bekommen, das Thema. Und war wieder mal nach Paris gefahren, habe da meine Freunde getroffen, einen französischen Diplomaten, der Historiker war, der bei Mitterrand Berater gewesen war. Und wir sitzen beim Abendessen zusammen. Ich sage, erzählt mir doch mal, was in Frankreich jetzt gerade los ist. Und dann erzählen die mir, und dann sagen die, und erzählt uns doch mal, was in Deutschland los ist. Und plötzlich habe ich denen alles erzählt, was ich so ein Jahr lang nachgedacht habe. Und dann sagten, ja, das ist alles hochinteressant. Und dabei habe ich gemerkt, das ist das Thema. So, dann habe ich das Manuskript, habe ich das geschrieben. Und als es fertig war, das Manuskript, habe ich das einem Freund gegeben, Freimut Duwe. Das war einer, der im Rowohlt Verlag zuerst Verleger war, Lektor war, der später Bundestagsabgeordneter der SPD gewesen ist, der dann Medienbeauftragter der OECD war. Also einer, der, wo ich sagte, der kann das beurteilen. Da habe ich gesagt, Freimut, kannst du das mal lesen? So, und dann hat er das gelesen. Und dann sagt er, du, ja, das ist interessant, nur die ersten 40 Seiten habe ich nicht verstanden. Schade. Ja, so, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten zu reagieren. Das eine ist, der ist zu dumm dazu, der kapiert es nicht. Klassiker. Oder aber zu sagen, du hast es schlecht geschrieben. Ja. Und ich habe dann gesagt, du hast es schlecht geschrieben, jetzt schreibst du es mal neu. Zumindest die ersten 40 Seiten. Und da habe ich gelernt, dass ich sage, gib mal manchmal schwierige Texte auch anderen zum Lesen, dass die dann sehen, wo was fehlt, wo was vielleicht falsch eingeschätzt ist. Oder? Und ich habe gelernt, dann mit der Kritik umzugehen. Und ich glaube, das muss man lernen. Also früher habe ich immer gedacht, oh, aber jetzt kann ich's. Viele Menschen, die hier sitzen, wissen noch sehr doll über die Namen der Kritiker oder auch manchmal auch interessanterweise wirklich genaue Wortlaute, die irgendjemand mal geschrieben hat. Also das ist richtig, manchmal hängt das, bei manchen hängt das so richtig drüber, habe ich das Gefühl. Wie ist das bei dir? Also die Namen der Leute, die mich kritisieren, weiß ich nicht, aber ich habe ein Beispiel, das ich nie vergessen habe. Also ich habe einen Film gemacht über die französische Bourgeoisie.
als ich da Korrespondent war und einfach, wo ich bei den Deutschen erklären wollte, warum die Franzosen anders sind als wir. Und das war ein sehr aufwendig gemachter 45-Minuten-Film. Und dann ist der gelaufen und dann bekam ich eine Kritik in der FAZ von dem damaligen Feuilleton-Chef Karl Korn, den ich nicht kannte, aber eine große Figur. Mhm. Und der schrieb eine Jubelkritik. Großartig, was dem Wickert gelungen ist, hinein in die Bourgeoisie zu kommen und das alles zu filmen. Im Mannheimer Morgen stand eine Kritik. Dieser Kapitalismuskritiker Wickert, also wirklich, was er da wieder alles für einen Schwachsinn. Ich habe mich kaputt gelacht, weil ich gesehen habe, der eine sieht so, der andere so und Karl Korn war mir wichtiger. Aber bei Mannheimer Morgen musste jemand sitzen, der irgendwie mich nicht mochte, denn später mache ich einen Film über Monaco. Mhm. Und Monaco ist immer Sonne, immer Reichtum. Die ganzen Straßen sind mit Videokameras versehen, dass man auch nachts um drei mit schwer behangenem Gold und Diamanten durch die Straßen gehen kann. Und eine Lady sagt mir das auch sogar noch im Interview. So, und es war auch ein Halbstundenfilm und wird hier oder da als interessant kritisiert. Nur im Mannheimer Morgen, da stand: Ach, was für ein langweiliges Ding, immer Sonne und das Klischee von Monaco. Der hätte mal Monaco im November im Nebel zeigen sollen. Ich habe mich wieder kaputt gelacht, weil Nebel in Monaco kann ich mir auch im November nicht vorstellen. Bei den ganzen Sachen, die du so gemacht hast, und das ist ja wirklich unglaublich viel. Ich glaube, ich habe gelesen, 34 Bücher waren es, unglaublich viele Filme, Beiträge und so weiter und so fort. Was ist etwas, du kannst es beruflich nehmen, aber auch privat, wie du möchtest. Was ist in deinen Augen rückblickend nicht so gut gelungen? Wo denkst du, weiß ich nicht, das hätte jetzt nicht sein müssen? Ach, bestimmt gibt es Filme, die ich gemacht habe, wo man sagt, okay. Mhm. Okay, bei den vielen Filmen, die ich gemacht habe, bleiben nur die übrig, wo man sagte, das war ganz gut. Da hilft das Gedächtnis. Wahrscheinlich habe ich auch ein paar Artikel geschrieben, wo ich sagen würde, vergessen. Mhm. Ja, das würde mich ja wundern auch. Bei den Büchern fällt mir keins ein, wo ich sagen würde, Sätze nicht schreiben brauchen. Es liegt aber daran, dass wenn ich ein Buch schreibe, es in mir arbeitet, bis ich sage, jetzt setze ich mich hin. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich schreibe jetzt ein Buch über den Rhein, weil alle Leute Bücher über den Rhein lesen wollen. Wenn mich ein Buch über den Rhein nicht interessiert, schreibe ich kein Buch über den Rhein. Mhm. Und Bücher, die ich schreibe, schreibe ich erstmal für mich. Also gerade die Sachbücher, das schreibe ich erstmal für mich, dass ich sage, ich möchte das jetzt mal formulieren. Bei den Krimis ist es so, dass ich Krimis mag und dass ich nun mal irgendwann angefangen habe, eine Art von Krimi zu schreiben, der auch seine Anhänger hat und dann einfach, wo ich aus Lust sage, so, jetzt ist der Nächste dran, jetzt muss mal wieder einer geschrieben werden. Und das ist dann wieder, wo ich dann meine Lust befriedige, das ist, wie herrlich, und ich amüsiere mich dann auch beim Schreiben, wenn ich wieder mir was einfällt, sage, da könntest du das noch reinnehmen oder das mit reinnehmen. Also, es ist ja auch schön, wenn man sich dabei amüsiert. Du bist also nicht jemand, der so zurückguckt wahrscheinlich, oder? Also, nein, ich gucke nach vorne. Ja. Das war auch schon immer so? Ich glaube, es war immer so. Was kannst du mir denn erzählen? Ich bin 43, wie gesagt. Wie entwickelt sich das jetzt noch? Ne? Also so, jetzt bist du knapp doppelt so alt wie ich. Mein Motto war immer, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, und du wirst noch viele Entscheidungen zu treffen haben, hör auf deinen Bauch. Geh nicht danach, wo du sagst, das ist die vernünftige Entscheidung. So und so muss ich das jetzt machen, weil ich dann mehr Geld verdiene. Oder das. Hör erstmal da auf deinen Bauch. Warum ist der Bauch so wichtig? Weil da sammelt sich alles, was du im Kopf auch Unbewusstes hast.
Und ich hatte einmal eine wichtige Entscheidung zu treffen. Ich bin zweiter Mann in Paris und bekomme das Angebot, Chefredakteur in Bremen zu werden. Chefredakteur, bist ein kleiner Sender, aber bist Chefredakteur. Fahre ich auch hin und alles ganz nett. Und dann habe ich es nicht gemacht, weil der WDR gesagt hat, sie wollten immer nach New York. Wenn sie nicht nach Bremen gehen, dann können sie nächstes Jahr Studioleiter in New York werden. Mhm. Und ich gesagt, das ist das Richtige. Ich wollte immer mal nach New York. Ich hatte in Amerika studiert. Ich habe in New York im Hotel gearbeitet. Ich wollte immer in meinem Leben mal in New York arbeiten. Und das war eine ganz wichtige Entscheidung, weil später, wenn dann irgendjemand kam und sagte, willst du das werden, ich immer gesagt habe, du, ich bin Journalist, ich möchte Journalist bleiben, ich möchte nicht in die Hierarchien, ich möchte nicht die Reisekosten der anderen unterschreiben, sondern die sollen meine Reisekosten unterschreiben. Und das sind so Entscheidungen, die habe ich aus dem Bauch getroffen, weil ich aber gemerkt habe, oh, das ist für mich das Richtige. Und so habe ich immer wieder mal Entscheidungen aus dem Bauch getroffen und habe das Gefühl, damit ganz gut gefahren zu sein. Und deswegen, wenn du mich fragst, hör auf deinen Bauch. Und hat sich dein Leben nochmal grundsätzlich verändert in diesen letzten 40 Jahren? Also manchmal denkt man ja, also ich denke jetzt auch, ich bin jetzt so eingerichtet, super, dass man die Interviews macht, mir wahnsinnig Spaß. Ich kann mir vorstellen, das bis 80 zu machen. Und so kannst du dann auch noch länger machen, kann ich dir nur empfehlen. Vielleicht auch länger noch. Aber manchmal passiert ja, also man überschätzt ja, glaube ich, immer, was in einem Jahr passieren kann und unterschätzt, was in 10 Jahren zum Beispiel passieren kann. Also mein Vater, der war ja Diplomat, aber er war auch, bevor er in diplomatischen Dienst zurückging nach dem Krieg, war er Hörspielautor unter anderem. Er hatte sogar den ersten Hörspielpreis der Kriegsblinden bekommen. Das ist früher war das damals der wichtigste Preis. Das ist heute wie wenn man deutschen Fernsehpreis bekommt. Und unter anderem hat er ein Hörspiel geschrieben. Das hat er gesagt, das habe ich ganz schnell geschrieben, aber das erfolgreichste gewesen. Es wurde dann auch ein Fernsehspiel beim ZDF, das hieß der Klassenaufsatz. Ein Schüler, jemand macht Abitur in einer Schule und kommt 25 oder 30 Jahre später wieder an diese Schule zurück und erinnert sich an seinen damaligen Deutschlehrer und dass der Deutschlehrer immer alle Abiturienten einen Aufsatz schreiben ließ, wie ich mir mein Leben vorstelle. Und jetzt geht er die ganzen Leben seiner damaligen Mitschüler durch und schildert dann der eine, der sagt, ich werde Jura studieren, dann und dann mache ich mein erstes Examen, dann und dann mache ich mein zweites Examen. Dann werde ich Regierungsrat, dann werde ich Oberregierungsrat, dann werde ich Ministerialrat und wenn ich dann 43 bin, dann bin ich Ministerialdirigent oder Direktor oder was auch immer. So, das hat alles geklappt, erzählt er sich jetzt und sagt, und dann hat er sich umgebracht, hat sich aufgehängt. Es war nichts mehr in seinem Plan vorhanden für danach. Und ich finde das deswegen auch interessant, man kann sein Leben nicht planen. Und ich sage sogar, man sollte sein Leben nicht planen, sondern man sollte einfach gucken, wie sich's entwickelt. Du weißt ja nie, wie sich's entwickelt. Also als ich anfing, zum Journalismus zu kommen, gab es die Tagesthemen noch gar nicht. Also sich vorzustellen, ich werde jetzt mal Tagesthemenmoderator, völliger Quatsch. Sondern ich bin beim Monitor durch Zufall gelandet, obwohl ich nicht wusste, dass es die Sendung Monitor gibt. Und dann war ich da und das war toll. Und dann ergab es sich, dass ich Auslandskorrespondent wurde, weil ich Französisch konnte. Haben die mich dann nach Frankreich geschickt und dann fand ich das plötzlich ganz toll. Und dann kam ich New York und all so weiter und so fort. Und es kam immer ein Vorschlag. Und dann konnte ich sagen, okay, ich will's oder nicht. Es kamen zwar dann auch mal andere Vorschläge, die ich dann abgelehnt habe, weil ich gemerkt habe, das ist nichts für dich. Sondern dann geht es so voran und
dann gab es irgendwann die Tagesthemen, wo ich ja, wie ich dir erzählt habe, eigentlich gar nicht wollte, weil ich das Studio Bonn leiten wollte. Aber dann bin ich bei den Tagesthemen. Und naja, und dann entwickelt sich das zu einem ganz tollen Job. Also das heißt, es ist sehr in einem Fluss bei dir passiert die ganze Zeit. Aber das Leben von allen ist ja ein Fluss. Also man kann vielleicht, wenn man in der Beamtenlaufbahn ist, dann läuft die so vorhersehbar ab. Aber es gibt ja auch Dinge, die man, ne, wir haben über sowas wie Bhutan haben wir uns unterhalten. Also es gibt ja auch so Wünsche, die sich nicht erfüllt haben oder Pläne, die sich, oder Dinge, die man, und hat, ich wollte immer mal nach oder wollte immer mal das machen und dann ist es doch nicht passiert und irgendwann wird man zu alt, hat vielleicht den Drive nicht mehr, das zu machen, irgendwann ergibt sich das vielleicht nicht mehr. Kennst du solche Dinge? Natürlich. Ja. Aber ja, also als ich mein Staatsexamen gemacht habe, wusste ich ja nicht, was ich machen würde. Mhm. Und das war die Zeit, als die neuen deutschen jungen Filmer, Fassbinder und all die, was so Dinge machten. Und ich sage mir, das ist spannend, könntest du ja auch mal machen. Und es gab damals einen Sänger, der sehr populär war, Franz Josef Degenhardt. Mhm, kenn ich auch, ja. Und der hatte ein Lied gemacht, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, fand ich toll. Und dann habe ich gesagt, das müssen wir verfilmen. Und habe dann auch ein Drehbuch geschrieben und treffe den bei irgendeiner Veranstaltung und sage zu ihm, was er davon hält. Ja, sagt er, warum nicht? Dann müssen Sie sich mal unterhalten mit wer auch immer die Plattenfirma ist. Mhm. Naja, gut. Ist nichts geworden. War eine Idee, ist nichts geworden. Und ich bin immer bis heute noch ein Riesenfan von Hitchcock. Sei es mit einer der spannendsten Filmemacher immer gewesen. Und da habe ich gesagt, mal einen Film machen, so wie Hitchcock. Ein Traum. Es ist ein Traum. Ich bin nie in die Nähe dieses Traums gekommen. Dann hätte ich mal wahrscheinlich sagen müssen, jetzt machst du mal Regieassistenz bei irgendjemand. Ich habe es nicht gemacht, aber den Traum trage ich immer noch mit mir rum. Es ist nichts geworden. Macht nichts. Es sind andere Sachen geworden, die ich nicht erwartet habe. Es gibt in meiner Generation zumindest einige Menschen, die sich Sorgen um die Rente machen, die sich um das Alter machen, um die haben wir genug weggeräumt schon an Geld, dass das da ist und so weiter und so fort. Also das ist etwas, was man ja, was heute, finde ich, wieder lauter wird. Vielleicht liegt es an meinem Alter, keine Ahnung. Kennst du diese Sorgen und die Sorge um, ist das genug? Hab ich mal genug, wenn für diese und jene Fälle? Ich habe, als ich anfing, als Journalist, jung verheiratet, ein Kind, da als freier Mitarbeiter musst du halt gucken, dass das Geld da ist. Wenn die Ölrechnung kommt, musst du die bezahlen. Mhm. Und da war es dann schon so, dass ich mal, wenn Freunde da waren, zu denen gesagt habe, ich muss mich jetzt mal in die Küche setzen, ich muss noch was schreiben. Weil ich einfach wusste, du musst jetzt nochmal einen Artikel schreiben und dann kriegst du vielleicht 120 Mark dafür oder sowas. Oder du musst. Also das ist eine Zeit gewesen, wo ich wusste, du musst Geld ranbringen. Gut, irgendwann war ich dann fest angestellt. Auch eine lustige Geschichte. Ich wollte nämlich nicht fest angestellt werden. Und dann hatte man ein regelmäßiges Einkommen. Und ab dann hast du dir sozusagen auch keine Sorgen mehr um sowas wie Rente machen müssen. Und wir haben uns unterhalten über die Bildung. Ja, also so, und du hast, finde ich, den tollen Vorschlag gemacht, eigentlich sowas wieder wie ein freiwilliges soziales Jahr einzuführen. Wenn Pflicht, nicht freiwillig. Pflicht. Verpflichtend. verpflichtend einzuführen. Und wenn du auf das Alter guckst, sowas wie Rente guckst, du kennst wahrscheinlich auch noch mal ein paar mehr Menschen, die älter sind, als ich das vielleicht bin. Wie schauen die Menschen, wie schaut dein Umfeld auf sowas wie eine Rentenvorsorge hier in Deutschland oder eine Altersvorsorge? Naja, da schauen alle schon streng drauf, das ist gar keine Frage. Wenn man auch merkt, wie alles teurer wird.
Also man diskutiert dann auch solche Sachen, wie eine Krankenschwester später mal das alles zahlen soll oder auch eine Lehrerin oder ein Lehrer oder sowas, was an Kosten kommt, insbesondere wenn man dann ganz alt wird und dann Pflegefall wird oder sowas. Und da sagt man, oje mine. Und hast du, ähnlich wie mit der Bildung, hast du denn eine Idee, was man da machen könnte? Ich glaube, dass der Staat da viel mehr Vorsorge treffen muss. Mhm. Es fängt damit an, dass wir viel mehr Pflegeeinrichtungen haben müssen, dass wir viel mehr Leute ausbilden müssen, die in der Pflege aushelfen und dass wir die auch anders bezahlen. Und ich glaube, wir müssen schauen, dass wir eben auch die Leute, von denen ich gerade gesprochen habe, ob es die Krankenschwester ist oder der Lehrer oder die Lehrerin, dass wir sagen müssen, wir müssen die so bezahlen, dass die später auch mal davon leben können. Also dass es jetzt anfängt sozusagen und nicht erst später. Ja, dass man jetzt direkt natürlich sagt, die müssen jetzt das verändern und nicht irgendwie später irgendwas aufsetzen, Fonds und so weiter und so fort. Nee, zu spät dran. Und wie hast du für dich gesorgt, vorgesorgt, wenn ich das fragen darf? Du, ich habe ja immer nebenbei Bücher geschrieben und damit immer Geld verdient. Und das einfach weggelegt? Ja, ein bisschen weggelegt, klar. Und hast du so, also ich frage das wirklich ganz direkt, aber hast du sowas wie Aktien gemacht, Immobilien gekauft? Nein, Immobilien ist etwas, wo ich mal gesagt habe, ich bin kein Immobilienhändler. Ja. In Aktien habe ich auch mal gesagt, ich verstehe davon nichts und ich will meine Zeit auch nicht damit füllen, dass ich sage, ist das jetzt, es gibt Leute, die wissen das, die können immer sagen, aber das ist das passiert, daraufhin habe ich gleich bei dem angerufen. Nee, ich habe gesagt, dafür gibt es Leute bei der Bank, die sich drum kümmern. Und du hast dich dann drum kümmern lassen, sozusagen. Ja. Alles klar. Also, weil das ist meine Frage auch immer so, weil ich denke, was soll man damit, also ich kenne mich damit nicht aus. Das ist nicht mein Ding. Sag ich, lieber arbeite ich in der Zwischenzeit, schreibe ein Buch, dann kommt wieder Geld rein. Als dass ich jetzt das alles sage. Ein Freund von mir zum Beispiel, der sagte mir, als die Corona-Krise anfing, erzählt er mir, ja, Mensch, da habe ich mitbekommen, da gibt es ja diese Beatmungsgeräte, die da irgendeine Firma in Schleswig-Holstein herstellt. Ich habe sofort bei der Bank angerufen und gesagt, da investiere in die Aktien dieser Firma. Jesus Christ. Ich dachte, du erzählst jetzt was von Bitcoin. Nein, das ist für mich Lotterie. Ja, für mich auch. Das ist absolute Lotterie. Nie im Leben. Gab es eine Situation oder Dinge, die du gemacht hast, wo du dich zu alt dafür gefühlt hast? Wo du dachtest, das ist jetzt... Ich kenne das noch als DJ früher, dass ich dann irgendwann, haben mich Menschen gesiezt und dachte ich, okay, jetzt it's over. Naja gut, aber inzwischen duzen sich ja alle Menschen. Ja. Ja, also ich bin zu alt für Marathon oder sowas. Ja, gut, aber ja. Sonst nichts. Also nicht, wo man sagt, also Kilimandscharo will ich auch nicht rauflaufen. Also solche Dinge schon, aber es ist nicht so, dass ich sage, ach nee. Also du bist die ganze Zeit so fidel, wie du jetzt hier so vor mir sitzt. Ich versuche es. Und was machst du dafür, Uli? Also Bücher schreiben. Ja, aber da schreibt man auch den ganzen Tag da. Ja, denn ich mache Sport. Ich mache regelmäßig Sport. Also das ist ganz wichtig. Zweimal in der Woche mache ich eigentlich Muskeltraining, ja, wenn ich Zeit habe oder sowas. Nochmal eine Stunde Tennis mit dem Trainer, weil der immer einen Ball zurückschickt, selbst wenn ich meinen irgendwo in die Wildnis geschossen habe. Der hat ja immer ein paar Bälle in der Hand, dann haut er den zurück. Und es macht Spaß. Ich finde, Tennisspielen macht Spaß, weil das ist ein kommunikativer Sport. Ja, es ist schön. Du fühlst wirklich ein unglaublich lustvolles, spaßiges Leben. Nie die Lust aus den Augen. Nein, das ist völlig klar. Was versuchst du deinen Kindern mitzugeben? Ich finde es ganz wichtig, dass man Kinder von Anfang an genauso respektiert wie Erwachsene. Dass die das Gefühl haben, ich bin kein Kind, sondern ich bin Mensch. Mhm. Und ich finde, das ist ganz wahnsinnig wichtig. Gibt es einen Unterschied? Hast du gerade schon erzählt, als du bei Monitor warst, hast du ein Kind bekommen damals? Das war dann Anfang 70er? Ja. Und dann bist du nochmal vor 10,
11 Jahren nochmal Vater geworden. Ja. Merkst du einen Unterschied, wie du damit umgehst, also wie du auch als Vater bist? War ich auch damals so. Wie, so wie jetzt? Bestätigt mir meine erste Tochter. Also ich meine, damals war ja auch eine Art andere, gesellschaftlich eine andere Form von Erziehung. Da war die antiautoritäre Erziehung, das war noch viel schlimmer. Ach so. Ja, natürlich. Da hat man Kinder in Kinderladen gepackt. Was ich auch getan habe, aber nicht sehr lange, weil das Kind sehr unglücklich war. Im Kinderladen heißt es ja, Kinder kriegen gar keine Grenzen. Ja. So, und irgendwann haben wir gemerkt, das ist Quatsch, weil die Kinder wollen, dass man ihnen sagt, das darfst du und das darfst du nicht. Und dann hat man gesagt, gut, dann geht man in Montessori. Okay, das ist nicht die autoritäre Erziehung, aber das ist die Erziehung mit Grenzen und sowas. Und versuchst du jetzt deinen Jungkindern, was ist dir da, also ich meine, sie ähnlich wie Erwachsene zu behandeln, das hast du schon erzählt gerade, aber was versuchst du denn mitzugeben? Also an Werten. Also wir haben ja schon ein bisschen über Werte gesprochen, aber gibt es Werte, die du wichtig findest, dass die haben? Naja, wichtig ist, dass sie natürlich andere Menschen auch respektvoll behandeln. Nicht? Das ist das Wichtigste. Was heißt respektvoll behandeln? Gibt ganz viele Werte, die in unserer Gesellschaft wichtig sind. Toleranz oder Gerechtigkeit oder Solidarität und all diese Dinge. Und die muss man natürlich vermitteln. Und wie machst du das? Indem man das vorlebt. Okay. Ganz, ganz einfach. Du hast mal gesagt, über die Sachen, die du publiziert hast, hast du gesagt, mein Werk ist meine Rechtfertigung. Und ich habe gelesen. Ich weiß gar nicht, ob das von mir stammt. Das ist, also zumindest wurde es in einem Interview auf deine Seite gepackt, sozusagen. Ja. Und du hast aber mal gesagt, dass du nicht an Gott glaubst. Deswegen habe ich mich gefragt, rechtfertigen vor wem eigentlich? Vor sich selbst. Ja? Ja. Und immer nur das? Ja. Naja, ich habe doch erzählt, Bücher schreibe ich für mich. Ja. Okay. Und die schreibe ich für mich, weil ich erstmal mich sozusagen mit einem Thema beschäftigen will. So, und wenn ich das Thema dann im Griff habe, sage ich, gut, okay, weiter. Das ist so ein erfrischender Blick auf die Welt auch. Finde ich, ich bin der Christ sozusagen und dann ist es immer das Große, aber diese Rechtfertigung für sich selbst, das so einfach so runterzubrechen, das schreibe ich mir auf jeden Fall hinter die Ohren. Und es ist vielleicht eine etwas pathetische Frage, aber du findest bestimmt eine gute Antwort. Was ist der Sinn des Lebens? Jesus Christ, das haben ganz viele Leute sich die Frage gestellt und viele haben diese Antwort nicht gefunden. Also der Sinn des Lebens ist erstmal, dass man lebt und dass man am Leben bleibt und dass man Lust hat am Leben und dass man vielleicht anderen Menschen helfen kann und dass man anderen Menschen vielleicht auch Freude bereitet. Aber der Sinn des Lebens jetzt, dass man sagt, ich sehe da irgendwas Transzendentales, nein. Du versuchst einfach für dich ein guter Mensch zu sein. Ja. So kriege ich das, habe ich das jetzt irgendwie wahrgenommen in der Zeit, mit der wir hier sitzen. Aber ich bin kein Philosoph. Ich wollte nie ein Philosoph sein. Und wenn man, ich finde, wenn man sein Leben so lebt, dass man sagt, ich habe Lust am Leben und ich versuche auch innerhalb der Gemeinschaft, in der ich bin, zu helfen, sie etwas zu verbessern. Das gehört mit dazu, das gehört meines Erachtens mit zum Sinn des Lebens in einer Gemeinschaft, dass man dort auch Pflichten hat. Und die Pflichten sind nicht oktroyiert, sondern sie sind eigentlich Dinge, die durch die Vernunft dazu werden, dass ich mich selbst verpflichte, etwas zu tun. Also, was heißt selbstverpflichten? Selbstverpflichten heißt, ich übernehme gesellschaftliche Aufgaben, weil ich der Meinung bin, ich kann gewissen Leuten in dieser Gesellschaft helfen. Das ist keine Pflicht, die mir von irgendeinem Staat auferzwungen wird, sondern das ist eine Pflicht, die ich in mir selbst sehe. Mhm.
Wobei mein Staatsverständnis ja nicht etwas Autoritäres ist, sondern der Staat, das sind wir selber. Wir? Das sind wir alle. Mhm. Das ist nichts, was da oben ist, nichts da oben, sondern das sind wir alle in einer Demokratie. Das heißt aber, dass wir auch Verantwortung haben für den Zustand der Demokratie. Und da sehe ich dann auch eine Aufgabe jedes Einzelnen drin, dass er sagt, wo ich kann, muss ich helfen, den Zustand dieses demokratischen Wesens, Gemeinwesens, gut zu erhalten oder zu verbessern. Und wenn jetzt jemand zuhört und sich fragt, ja, aber wie denn? Das kann man mit ganz vielen Dingen machen, indem man bei Institutionen mitarbeitet, die helfen, wo man sich selbst mit einbringen kann. Ich selber habe vor gar nicht allzu langer Zeit eine Stiftung gegründet. Plan. Bei Plan International, eine Stiftung für Kinderrechte. Ich bin bei Plan International seit fast 30 Jahren engagiert. Durch Zufall. Eine Freundin, die dort im Vorstand war, die hat mir gesagt, sag mal, könntest du nicht ein bisschen bei uns mitmachen? Ich kannte Plan überhaupt nicht, wusste nicht, was das war. Eine Kinderhilfsorganisation, die, als ich anfing in den 90er Jahren mich da einzusetzen, noch gar nicht so groß war, wie sie jetzt ist. Und dann sagte ich, wieso? Naja, du bist bei den Tagesthemen, du bist bekannt, du kannst, wenn du mal irgendwo in einem Interview sitzt, kannst du über Plan sprechen und so. Dann habe ich als erstes gesagt, gut, dann möchte ich mehr über Plan wissen. Ich möchte insbesondere wissen, wo gehen die Spendengelder hin? Mhm. Wie viel bleibt in der Verwaltung? Riesenthema. Riesenthema. Und dann wurde mir klargemacht, du 18-20% mehr nicht. Ich sagte, das ist in Ordnung. Da mache ich mit. Gut, dann habe ich mich da eingesetzt, dann wurde ich Mitglied, dann bin ich ins Kuratorium gekommen und irgendwann sagte mir dann der Vorstandsvorsitzende Werner Bauch damals, du, weißt du was, du hast jetzt zusammen mit Plan den Walter-Scheel-Preis für dein soziales Engagement bekommen. Ich habe gedacht, wie wäre es damit, wenn du eine Stiftung gründest? Ich sage, die Stiftung. Ja, sagt er, im Rahmen von Plan gibt es einen Stiftungsbereich, wo Plan die Stiftungen verwaltet. Also das ist ja auch eine wichtige Sache. Und du bist Journalist und du könntest dich einsetzen dafür, dass Kinderrechte besser verbreitet werden. Okay, habe ich gesagt, mache ich. Und habe mir lange Zeit auch die Frage gestellt, ist das vernünftig? Wir verleihen seit jetzt über 10 Jahren den Ulrich-Wickert-Preis für Kinderrechte an deutschsprachige Journalisten oder Journalistinnen, B an Leute überall in der Welt, die dort sich mit dem Thema beschäftigen. C, verleihen wir dann auch noch einen Preis an Gruppierungen im Ausland, die Kommunikation betreiben, um Kinderrechte zu verbreiten. Und am Anfang habe ich gesagt, na gut, noch ein Preis. Abgesehen davon, dass wir wirklich hervorragende Einreichungen haben von Leuten von der Süddeutschen Zeitung, vom Stern, vom Spiegel, von der FAZ, vom Kika und so weiter und so fort. Ganz tolle Sachen. Habe ich dann irgendwann gemerkt, als wir bei so einer Preisverleihung zwei Frauen den Preis aus Ruanda gaben. Eine durfte kommen, die andere hat aus irgendeinem Grund kein Visum bekommen und die erzählte dann, also ich habe einen Artikel geschrieben über die Thematik, dass junge Mädchen in ihren Dörfern nicht in die weiterführende Schule gehen können. Wenn sie überhaupt schon in die Schule gehen können, da wird ja alles getan, dass Mädchen das nicht tun. Dann sind also irgendwo Pensionate gegründet worden, dass in größeren Ansammlungen es Mädchen gibt, die dort in die Schule gehen können. Und natürlich, wenn Urlaub sind oder
Wochenende ist oder sowas, dann wollen die nach Hause. Haben sie kein Geld für den Bus, aber dann kommen so die Sugar-Daddies im Auto. Ach, wo musst du hin? Ich fahr dich dahin. Naja, gut. Ja. Weiß man, was dahinter gemeint ist. Und das haben sie zum Thema gemacht, weil die gesagt haben, das wissen viele Leute im Ruanda nicht, wissen viele Frauen nicht. So, und jetzt haben die das veröffentlicht und jetzt bekamen die unseren Preis zugeschickt. Der Preis, das sind 6.000 Euro, was in Ruanda sehr viel Geld ist. Hier schon viel Geld, aber da natürlich noch viel mehr. Also schrieb in Ruanda die Presse, da haben die wegen dieses Artikels den Preis bekommen. Das heißt, es wurde über das Thema wiedergeschrieben. Jetzt kam sie dahin, bekam den Preis und war gerührt und sagte, und wenn ich jetzt zurückkomme und in Ruanda lande, dann stehen die ganzen Kollegen wieder da und sagen, die war jetzt in Deutschland, hat in Deutschland einen Preis bekommen wegen dieses Stücks. Da wird wieder über dieses Stück geschrieben. Und da habe ich gesagt, guck mal, das bewirkt doch etwas. Hm. Und so habe ich gedacht, macht dieser Preis Sinn? Und da bringe ich mich ein für Leute, wo ich sage, da kann ich helfen, einfach durch das, was ich bin, was mein Job ist, dass ich das einfach damit einbringe. Was glaubst du, also du sagtest gerade, durch das, was ich bin, und du bist ja, also ich weiß, dass es immer schwierig ist, über sich selbst irgendwie zu sagen, aber du bist ja nun mal Ulrich Wickert. Ich bin. Du bist Ulrich Wickert. Und was glaubst du, ist, also du bist ja, es gibt ja keinen Skandal, zumindest ich habe mich mit dir beschäftigt, da ist irgendwie nichts, was irgendwo man denkt, um Gottes Willen, da hat er sich aber vertan. Glaube ich zumindest. Ich finde es sehr gut, dass du nichts gefunden hast. Verdreht die Augen. Wird schon so sein. Ich habe so das Gefühl, dass das weniger wird gerade in diesen Zeiten, dass es weniger Figuren gibt, wo man sagt, ja, das ist ja der und der steht dafür. Was glaubst du, woran das liegt, dass du diese Figur bist, auch wenn es schwierig ist, ich weiß. Du. Also das. Was hast du nicht gemacht vielleicht, damit das so ist? Naja, vielleicht, man muss nicht sagen, was habe ich nicht gemacht, sondern was habe ich gemacht? Mhm. Ja, also dass ich das eine oder andere gemacht habe, indem ich ein Buch geschrieben habe über Werte oder mehrere Bücher über Werte und mich eingesetzt habe für die Werte in dieser Gesellschaft. Das führt natürlich dazu, dass die Leute sagen, guck mal, der setzt sich dafür ein. Mhm. Warum, also Plan International, worüber gerade geredet, ist inzwischen eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland überhaupt. Plan International in Deutschland ist das größte Teil von Plan International überhaupt. Plan International hat im Augenblick fast 400.000 Patenschaften. Mhm. Und hat ein jährliches Spendenvolumen von über 200 Millionen Euro. Also es ist wirklich irrsinnig viel, was da kommt. Und wenn die werben, und dann sind Leute wie Senta Berger oder Schauspieler. Ich kenne die als Einleger im genau. Geolino ist es, glaube ich, drin. Genau, das ist mein Sohn. Ist ja. Immer da oder als Einleger und dann bin auch ich da drin. Und mir passiert jetzt immer wieder, ich fahre im Taxi und dann sagt der Taxifahrer, Herr Wickert, ich habe auch jetzt einen Plan Patenschaft genommen, weil ich gesehen habe, Sie stecken dahinter. Das heißt, weil ich mich eingesetzt habe für Werte und Ähnliches, glauben die Leute, dem kann ich glauben. Mhm. Also da ist eine Glaubwürdigkeit. Das finde ich natürlich ganz toll, finde ich wunderbar. Natürlich, also so, weil es der bestmöglichste Einsatzort ist, das dann weiterzugeben. Also das heißt, du bist aus dieser Tagesthemen, ich bin der Moderator, du bist, also wo es im Grunde ja um Informationen ging oder geht, das hast du ja auch so als Journalist, war dir das ja sehr wichtig, du hast dann irgendwann den Punkt wirklich Haltung reingebracht und gesagt, ich denke über Werte nach, aber das mache ich jetzt nicht als Journalist, sondern das mache ich als Autor. Das mache ich als Bürger. Als Bürger. Mhm. Ja, und dann sage ich einfach, so, ich bin Bürger und ich kann helfen, weil ich eine gewisse Position in der Gesellschaft habe. Also es gibt eine ganz tolle Organisation, Schüler helfen Leben. Eine ganz tolle Organisation, die gibt es, ich weiß nicht mehr, auch inzwischen seit 20 Jahren, glaube ich, wird nur von Schülern organisiert, beziehungsweise von jungen Leuten, die ihr soziales Jahr freiwillig machen, um das zu leiten dann. Also, und jetzt
machen die ein soziales Jahr, wo sie eben Schulen anschreiben und sagen, macht ihr mit, dass ihr Schülern einen Tag frei gibt, damit die einen Tag arbeiten und das, was sie an dem einen Tag arbeiten, abführen an die Organisation, die das dann in Bosnien oder was in Jugendheime investiert oder sowas. Und über die habe ich mal was Positives geschrieben und dann haben die mir gefragt, ob ich ihnen helfen kann. Und dann bin ich auch im Kuratorium und dann habe ich gesagt, ich kann euch helfen, Werbung zu bekommen. Und zwar Werbung für den sozialen Tag. Also habe ich diejenigen da, wo ich jemanden kannte, Chefredakteur Stern, Chefredakteur Spiegel, FAZ, die Zeit, angeschrieben, gesagt, könnt ihr denen kostenlos eine Anzeige einmal im Jahr zur Verfügung stellen. Und das machen die seit Jahren. Super. Und das ist natürlich, das bedeutet für mich einen Brief und dann zu sagen, ihr müsst bitteschön auch einen Entwurf machen. Und dann haben die das. Das heißt, es ist für mich kein großer Aufwand, außer dass ich die Kontakte habe und die Leute dann entscheiden bei den Zeitungen oder Zeitschriften, wir helfen da auch. Und das sind so Dinge, wo man einfach sagen kann, man kann sich selbst einbringen. Ich würde mal langsam zum Ende kommen, weil ich muss natürlich auch ein bisschen auf deine Zeit achten heute. Nicht, dass du zu spät kommst. Ich habe noch drei schnellere Fragen. Oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das müssen wir noch, das liegt dir noch? Ich finde, wir haben jetzt schon ziemlich viel besprochen. Wir haben schon viel besprochen. Also die letzten drei Fragen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Du, was lerne ich? Also, es gibt Dinge, man hört ja nicht auf zu lernen. Und manchmal musst du dich einfach dann richtig hinsetzen und sagen, okay, also ich schreibe jetzt ein Buch, Politik für junge Menschen. Das heißt, ich muss gewisse Dinge ganz kurz, aber einsichtig reduziert darstellen. Also das erste Kapitel heißt Regeln für ein Zusammenleben in einer friedlichen Gesellschaft. Okay, kann man noch ein bisschen erklären. Jetzt habe ich das zweite Kapitel geschrieben, das heißt Freiheit. Da habe ich aber lange arbeiten müssen, viel lesen müssen nochmal, ernsthafte Bücher. Denn du kannst ja nicht einfach sagen, Rousseau definiert das so und Maus-Müller-Westernhagen so. Kant macht das so oder sowas, sondern man darf die alle nicht sehen, sondern man muss erklären, was ist Freiheit. Und da habe ich lange nachdenken müssen. Und da habe ich gelernt, wie ich das reduzieren kann, dass es nicht theoretisch wirkt, dass ich Beispiele reinbringe, die ganz alltäglich sind und dass hinterher jeder den Satz versteht, Freiheit ist ein Traum. Aber das zu erklären auf zwei Seiten, da musst du viel tun. Und als nächstes Kapitel habe ich vor Gerechtigkeit. Und das aber so zu erklären, dass ein 12-Jähriger das kapiert, da musst du viel lernen. Also die Antwort, was ist Freiheit? Ist Freiheit ist ein Traum? Ist eine Vision. Ist eine Vision. Ein Traum. Mhm. Aber du musst dafür die ganzen zwei Seiten lesen, um es kapieren. Ja. Warum? Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Buch. Ja, aber weißt du, Freiheit, es gibt dann Worte wie Freiheit ist die Freiheit, die endet an der Freiheit des anderen. Okay. Mhm. Es ist aber eine Negativdefinition. Mhm. Aber wenn du mal darüber nachdenkst, Freiheit ist eine Vision. So, aber dann kommt sie einfach, du bist ja nicht Robinson, obwohl Robinson hatte auch ein Problem, weil da ja immer die Eingeborenen gedroht haben. Und du bist nicht, ja, und wenn du essen musst, bist du nicht frei von Hunger. Ja. So, und das alles mal klar zu machen, aber das reduzieren auf zwei Seiten. Ich war nachher ganz froh, dass der Verlag gesagt hat, genau getroffen. Ach, wie schön. War ich aber erleichtert. Wir sind ja gerade bei Büchern und ich frage meine Gäste immer nach Buchtipps. Ja. Welches
Buch sollten die Menschen, die diesen Podcast bis hierhin gehört haben, unbedingt lesen? Außer natürlich deine Bücher. Ich habe jetzt gerade ein wunderbares Buch gelesen, Montaignes Katze von Niels Minkmar. Niels Minkmar ist ein hervorragender, großartiger Autor, der viel im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung schreibt, der bei der, FAZ im Feuilleton war, der bei der Zeit war und so. Und jetzt ist er als freier Autor bei der Süddeutschen Zeitung, schreibt sehr klug, weil er ein Deutscher und Franzose ist. Er hat einen französischen Vater, eine deutsche Mutter oder umgekehrt. Und hat auch zum Teil in Frankreich studiert. Und der hat einen Roman geschrieben, den ich ganz großartig finde, Montaignes Katze. Es geht um den Essayisten Montaigne aus der Zeit des 16. Jahrhunderts in Frankreich. Der war Bürgermeister von Bordeaux, aber hauptsächlich ist er berühmt geworden als Essayist. Und es geht um die Geschichte dieses Mannes, Montaigne, der von Katharina von Medizis, der Mutter des Königs in Paris, die hatte drei Söhne, die waren alle hintereinander, also alle früh gestorben, waren hintereinander König. Und jetzt der Nächste, der König werden kann, wenn der Letzte stirbt, ist Henry von Navarra, weil der in der Thronfolge dann dran wäre. Das ist aber der protestantische König von Südfrankreich, Navarra damals. Aber Paris ist katholisch. So, und der sagte, was soll ich da König werden? Also ich bin hier unten freier Mensch und so weiter. Und jetzt wird Montaigne beauftragt, den umzudrehen. Und das ist ein absolut spannender Roman, weil auch sehr hervorragend geschrieben und eben sehr dialogisch geschrieben, wie die Amerikaner das häufig machen. Also nicht lange Bleiwüsten, sondern da passiert ständig was. Und wenn man dieses Buch liest, weil es hat auch sehr viel Humor, dann sagt man, Mensch, endlich mal nicht ein Buch, wo jemand über seinen Bauchnabel schreibt oder über sein Dorf, in das er gerade gezogen ist, sondern wo jemand wirklich ein großes Thema nimmt, aber es so erzählt, dass man sich amüsiert und sagt, boah, endlich ein großes Buch. Schön. Niels Minkmann. Minkmar. Okay. Das, Minkmar. Das suche ich nochmal genau raus, packe ich in die Shownotes. Und die letzte Frage, lieber Uli. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was dort für alle Berliner und Berlinerinnen und die hier so vorbeikommen, zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf? Setzt euch für die Gemeinschaft ein. Setzt euch für die Gemeinschaft ein? Das nehmen wir doch, würde ich sagen. Das nehmen wir. Ja, ne? Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch, für deinen doppelten Besuch. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du... Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich sehr amüsiert. Du hast ja gemerkt, ich habe beim ersten Mal so viel geschwätzt, dass ich vergessen habe, dass ich dringend weg musste. Aber deswegen bin ich ja wiedergekommen. Vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Das war Ulrich Wickert. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Er ist wirklich ein leidenschaftlicher Anekdotenerzähler und hat auf alle Fragen eine passende Geschichte parat und meist in Verbindung mit einer Person, die eine wichtige Rolle in der Geschichte der Bundesrepublik gespielt hat. Es ist doch wirklich ein Wahnsinn. Ich fand es wirklich großartig, mit dieser Legende mal hier sprechen zu dürfen. Wir hatten ja, wie ihr gemerkt habt, zweimal die Möglichkeit. Wirklich großartig und ich freue mich, wenn er irgendwann nochmal wiederkommt, denn das hat man ja schon gemerkt, dieser Mann hat noch so einiges vor. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir schreibt oder schickt, wo und wann ihr diese Folge gehört habt. Das macht mir immer großen Spaß, das zu sehen. Herzlichen Dank an die Werbepartner der Folge. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und natürlich auch Links zu den Sachen, über die ich mit Ulrich Wickert gesprochen habe. Außerdem herzlichen Dank an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Jan Köppen und an die Finz für die Musik und an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung. Und vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, seit Ende letzten Jahres filme ich immer wieder Folgen mit. Ich versuche das in diesem Jahr tatsächlich mit jeder Folge zu machen, wenn es denn so klappt. Und auf YouTube, auf TikTok und auf Instagram gibt es dann Ausschnitte von diesen Folgen zu sehen. Also wenn ihr sehen wollt, wie Ulrich Wickert
Wickert so aussah, als ihr mit mir gesprochen habt oder wie ich dabei aussah, als ihr mir die Sachen erzählt habt, dann könnt ihr das dort sehen. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis nächste Woche. Euer Matze.